Geht los! Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zum nächsten Plankenschnack. 89. Ausgabe, schlechte Vorbereitung. Schönen guten Abend, ich habe noch einen Schluck getrunken, weil es ist ziemlich trocken. Hi. Na? Wie ist es? Heute ist ja wieder Spoiler Alert. Wir reden über Computerspiele an einem sehr schönen Weihnachtsmonat, der überhaupt nicht stark ist, was Videospiele angeht. Ja, aber dafür ist der zweite Advent. Komm, also da können wir ja schon mal ein bisschen hier Radau machen. Für den zweiten Advent kann man schon ein bisschen Alarm machen, aber ich glaube, es ist ein ziemlich schwacher Monat. Aber wir haben ja auch noch genug Capri-Sonne. Man gönnt sich doch sonst nichts. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich habe 2 Flammen angemacht für den zweiten Advent. Sag mal, Slippy, konsumierst du irgendwie Magen-Darm-Kräuter oder so? Ich? Warum? Ja, das eine Flämmchen war sehr hoch. Ach so, ja, stimmt. Fenchel. Fenchel ist gut. Fenchel ist, ja, hat wieder Fenchel keiner verstanden. Doch, ich hab's verstanden. Sehr gut, danke. Schwierig. Also, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Mehr. Nun gut, über welches Desaster wollen wir zuerst reden? Über unsere letzten 2 Wochen oder über Computerspiele? Okay, vielleicht war es ja gar kein Desaster. Aber wie waren denn eure letzten 2 Wochen, Freunde der Sonne? Wundervoll. Oh. Wundervoll. Wieso? Weil ich momentan so viel Spaß am Zocken habe. Es ist einfach, es ist wundervoll. Ich spiele Darksiders, also Darksiders 3. Und das ist echt gut geworden. Ich habe Spyro abgeschlossen. Das ist echt gut geworden, abgesehen von Spyro 3. Darüber reden wir jetzt mal nicht so. Und ich habe mit Subnautica angefangen. Ich bin neu verliebt. Es ist gerade... Ah, es ist wunderbar. Es ist wunderbar. Ich habe so viel Spaß. Ich habe nie Subnautica gespielt und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, wenn man morgens die Augen aufmacht und das erste, woran man denkt, das Spiel ist, was man am Vortag gespielt hat. Ja. Subnautica. Ach nein, du triffst dich ja heute mit Freunden. Subnautica. Subnautica. Aber du triffst dich ja heute mit Freunden. Das ist auch schön und das war sehr, sehr schön. Gucke auch gerade, dass mein Privatleben nicht zu kurz kommt. Es ist wunderbar. Oh, und ich bin jetzt bionisch. Ich habe vor Du spielst es ja auf der Wochen PS4, ne? Was? Wie läuft das denn auf der PS4? Ich habe es halt damals im Early Access auf Steam gespielt, noch nicht die finale Version. Die muss ich noch spielen, aber jetzt ist es ja auf der PS4 halt rausgekommen. Ruckelt es da auch noch oder ist es tatsächlich auf der PS4 gut portiert worden? Es läuft super. Also wirklich, ja, es läuft super flüssig. Es ist ein Traum zum Hinschauen. Es ist, also ganz, ganz toll. Oh nein, warte. Ich habe Ruckler, wenn ich aus dem Wasser raus... Jetzt fällt es mir gerade ein. Wenn ich aus dem Wasser rauskomme an die Oberfläche und mir das Wasser so an meiner Brille runterläuft, da habe ich so einen kleinen Hänger manchmal. Mhm. Ein Mini-Hänger. Aber unter Wasser oder so, super, Achtung, flüssig. Wow. Wenn ich aus dem Wasser komme, habe ich auch immer einen Mini-Hänger. Wow, aber nur wenn du aus dem kalten kommst, Wasser. Immer. Ja, das war mir klar. Und dann noch eine Frage, weißt du zufällig, ob das auch PlayStation VR-Unterstützung hat, weil es ja auf PC mittlerweile für Vive und also Oculus Rift und HTC Vive ist? Gibt es das auch für PlayStation VR? Momentan, so wie ich es gesehen habe, noch nicht. Weil das fände ich nämlich auch interessant, weil ich habe ja die PlayStation-Brille. Dann wäre das nochmal noch interessanter. Ich muss dir eins sagen, ich habe nicht gewusst, dass es ein Survival ist. Ja, du musst halt schon so ein bisschen Nahrung und Fische und Durst und sowas. Das ist, ich bin noch nicht einmal gestorben. Ich spiele, glaube ich, 3-4 Stunden, noch nicht einmal gestorben, habe schon einen Strahlenanzug und sowas mir gemacht. Aber ich verstehe, wenn Leute sagen, sie sind da unten und sie kriegen ein mulmiges Gefühl, während sie das Spiel spielen. Weil es ist so, die Geräusche, die da, weißt du, manchmal knurrt es auf einmal neben dir und du denkst so, was? So, es wird halt so... Achtung, es wird nachts richtig dunkel. Das ist halt... Ich habe mir jetzt eine Taschenlampe gebaut. Das ist praktisch, aber es ist unglaublich atmosphärisch. Und ich freue mich so, das weiter zu spielen. Ich glaube, ihr habt das alle schon gespielt, ne? Ja, ich habe schon durch. Also ich werde es jetzt dann nochmal für die PS4 holen oder auch nochmal spielen, weil ich glaube, Platin kann man relativ easy machen, indem man das Spiel einfach nur spielt. Also zumindest, ich habe mal reingelurkt, will jetzt nicht spoilern. Das müsste ich rein theoretisch schon damals im Early Access alles gemacht haben. Also was ich halt nicht kenne, es gab halt damals die Story noch nicht, als ich es gespielt habe. Man konnte halt sehr viel craften. Ich will jetzt auch nicht spoilern, weil Sally es gerade spielt. Sehr große Dinge konnte man craften, das habe ich alles schon eben gemacht. Aber ich fand es halt eben geil. Es war halt eben eine super Atmosphäre. Es war technisch noch ein bisschen rumpelig. Und jetzt ist halt anscheinend die Story halt dazugekommen. Und als Info für alle da draußen, die den Teil vielleicht geil fanden, die Entwickler Unknown Worlds machen dasselbe jetzt nochmal mit Subnautica Below Zero. Das kommt jetzt irgendwann in den Early Access und das Ganze ist quasi ein anderer Teil von dem Subnautica-Planeten, wo aber Kälte noch ein Teil ist vom Survival, also wo halt viele Frostelemente drin sind. Kommt irgendwann auf Steam wieder in Early Access, also quasi Subnautica 1.5 und sie wollen es dann halt genauso wieder entwickeln, wie sie jetzt Subnautica entwickelt haben. Da bin ich halt eben auch gespannt drauf, wie sie das dann halt mit dem Teil halt machen. Das heißt, umso tiefer man kommt, dann hat man nicht nur den Druck, weißt du, dass einem eben der Sauerstoff schneller ausgeht, sondern dann kommt auch noch Kälte dazu. Ja, genau. Es spielt halt eben quasi am Nordpol des Subnautica-Planeten, wenn du so willst. Ach so. Wärme-Kälte ist nicht immer nur von Tiefe abhängig. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade mir das Szenario, was ich da habe, dieser Wasserplanet, aber ja. Dann ziehe ich halt den Taucheranzug mit innen drin kleinen Kaninchen gefüttert an. Das ist das beim Kaninchen finden, die Unterwasserkaninchen. Wer kennt sie nicht? Oder der Exkrementpumpe. Dann kannst du halt quasi reinlullern und dann wird das gecycelt und hält dich warm. Geht auch, ja. Und das war's mit der schönen Vorstellung. Danke. Warum? Ja, weil ich war gerade in meiner wundervollen Subnautica-Welt und dann habe ich erst überlegen müssen, was hat er gerade gesagt? Als ob du im Schwimmbad noch nie, ne? Ich war noch nie im Schwimmbad. So. Aber da ist Chlor drin. Wie, du warst noch nie im Schwimmbad? Ja, was soll ich jetzt darauf antworten? Ich verneine einfach mal grundsätzlich. So. Also ich persönlich möchte dazu stehen, ich habe das getan in der Vergangenheit. Gestern. Ich war gestern nicht im Schwimmbad. Ja, im Schwimmbad nicht, weil, das finde ich, weiß ich nicht, aber ins Mittelmeer lullern, da finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich meine, das ist halt so ein fließendes Ding. Also ich meine, die Fische lullern da auch rein. Ich meine, da wohnt nur Aquaman. Der ist eh scheiße. Oh. Hast du nicht gesagt? Alter, das nimmst du sofort zurück. Sonst kommt der neue Aquaman und sticht dir sowas mit seiner Harpune in den Hintern. Mit seinem Dreizack. Oh Mann. Mhm. Okay. Ich hasse Salzwasser. Was? Wieso? Ich auch. Salzwasser ist eklig. Ja, Salzwasser ist richtig scheiße. Also außer in diesen Salzwasserpools, da mag ich das, Solebäder und so. Das mache ich gerne. Wenn so ein Spaßbad irgendwie auch noch so ein Solebecken hat, dann gehe ich da gerne rein. Aber so Meer mit Algen und Muscheln auf dem Boden und vielleicht noch Seeteufeln oder sowas. Also, ey, ohne Witz, ich war irgendwann im Urlaub mit einer Ex-Freundin, wir halt relativ jung waren und wir waren dann halt im Mittelmeer. Und irgendwann guckt sie so in dieses Wasser und sieht Fische und kriegt voll den Panikanfall und rennt aus dem Wasser raus und sagt, da gehe ich nicht rein, da sind ja Fische. Und ich sag so, ja, was erwartest du in so einem Meer? Hä? What the fuck? Darf ich sagen, passend aus dem Chat, Igitt, Natur. Ja, genau. Ich gehe nicht gerne in Seen und Flüsse, die mag ich nicht gerne, aber ins Meer gehe ich sehr gerne. Also Salzwasser finde ich super. Was ich tatsächlich sagen kann, wo ich ein mulmiges Gefühl bekomme, deswegen kann ich Leute verstehen, die auch sagen, sie kriegen bei Subnautica ein mulmiges Gefühl, ist, wenn ich in Wasser oder Gewässer gehe, wo ich nicht durchgucken kann, wenn ich nicht sehe, was da unten unter mir ist. Das finde ich gruselig. Mhm. Verstehe ich. Finde ich auch. Also ich bin an der Ostsee groß geworden, da hat man auf der Sandbank nicht mal Füße sehen können. Ja, das ist nicht meins. Also wir hatten Ostsee, Nordsee, da bin ich auch nicht gerne drin schwimmen gegangen, aber wir hatten so Mittelmeer, wenn du halt runtergucken kannst, schnorcheln oder so, das ist völlig okay. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Ja. Richtig Wellengang, Feuer und dann siehst du auch nichts mehr. Wir greifen gerade so ein bisschen vor mit Subnautica, muss ich zugeben. Ansonsten waren meine 2 Wochen wundervoll. Ich habe Freunde getroffen. Ich war Burger essen im besten Burgerladen der Schweiz. Ja, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Da habe ich schon von einigen Leuten, dass ich, wenn ich mal in der Schweiz bin, muss ich vorbeikommen. Ist so lecker und die Pommes, diese selbstgemachten Pommes, mit Käse überbacken und Speck dazu und auf, Frühlingszwiebeln drin. Und ich sage dir, es ist... Oh. Ich habe übrigens den Burger wieder nicht, also mein Stück Burger wieder nicht geschafft. Ich war sehr mit den Pommes beschäftigt. Das ist meine Ausrede. Ich war sehr mit den Pommes beschäftigt. Während Pommes gegessen, mit Käse überbacken und so? Die gab es für alle. In so einer großen Portion. Oh. Mmh. Ich liebe diese Pommes. Es war so fein. Und dann haben wir auf dem Beamer, haben wir Twitch geschaut und wir haben gequatscht. Und es war einfach eine schöne Zeit zusammen. Nice. Gaming, nice. Privatleben, nice. Es ist, es thront vor Neißigkeit. Ja, ist gerade schön. Ich glaube, ich werde auch nochmal Subnautica anfangen nächste Woche. Ich habe nämlich gerade gar nichts. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Jetzt dürft ihr über eure 2 Wochen erzählen. Ich bin fertig. Ja, soll ich direkt dann? Bei mir war es nämlich so ein Mixed Bag, wenn man das so sagen kann. Also ich fange mal damit an, weil Sally hat es auch gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Darksiders 3. Haben sich ja tatsächlich einige beschwert, dass sie jetzt mal was anderes gemacht haben, dass es jetzt nicht mehr so Hack and Slay war, sondern mehr so minder, ein bisschen Dark Souliger, wie jetzt auch das neue God of War, was mir als Souls-like-Fan extrem gut gefallen hat. Deswegen habe ich das Spiel auch in einem weg durchgespielt und es war richtig gut. Ich bin froh, dass der Teil überhaupt rausgekommen ist, weil sie ja kurz vor der Insolvenz waren. Das kleine Team, was es gemacht hat, ich freue mich auf den 4. Teil und sage, die Entwicklung fand ich richtig, richtig nice. Also von daher, mit dem Spiel hatte ich viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sally. Top. Ich spiele es nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und habe mich am Freitag dann geärgert, wie das halt nun mal manchmal bei solchen Spielen passiert, da ich an 2 Stellen gerade an 2 solchen High-End-Geigen sitze und die mir den Hintern versohlt haben. Und dann bist du dieser Moment, weißt du, dieser Moment, wenn nur noch 1 oder 2 Schläge fehlen. Ja. Und du dann auf die Fresse kriegst. Und ich diese innerliche Wut und dann den Chat lese. Geht alle kaputt. Ich mach aus und dann habe ich Subnautica angemacht und dann ging es mir wunderbar. Ich finde es großartig. Es hat so seine... Es ist nicht perfekt. Nein, nein, perfekt ist es nicht. Auf der Konsole gibt es leider so 1, 2 Soundglitches, die sehr unangenehm sind. Ja, meistens, wenn das Spiel halt eben irgendwie nachlädt oder die Area nachlädt, dann hast du auch eben den Soundaussetzer, der wird irgendwo nicht zwischengebuffert. Na, nicht nur Aussetzer, sondern auch eine Wiederholung. Ich habe das zum Beispiel beim ersten, ich glaube mal, das darf ich sagen, beim ersten Zornkampf habe ich das sehr stark gehabt, immer an derselben Stelle. Okay. Dann macht das so, stottert dann einfach. Und ja, das habe ich nicht. Das ist unangenehm und ich habe diese Zonenladen. Ja. Was so manchmal ein bisschen, denkst du dir so, okay, wir haben Zeit für den Chat. Kann ich aber locker drüber hinwegsehen, weil ich das Spiel im Großen und Ganzen fantastisch finde. Mhm. Also ich habe richtig Spaß. Ich finde die Sounds sehr, sehr gut. Wie, weißt du, das Feeling von Zuschlagen, von verschiedenen Waffen, so, das mag ich sehr gerne. Ja, also ich habe Freude dran. Und ja, wenn man es leichter haben will, auf Story spielen, ich habe bei anderen reingeschaut, auf Story geht das um einiges einfacher, da haust ein paar Mal drauf und dann sind die auch kaputt. Ja, wobei, das haben sie ja anscheinend nachgepatcht, laut Steam-Reviews war es ja gerade denen, die Dark Souls nicht mögen und eher so Hack-and-Slay-Fraktionen sind, haben die ja gesagt, selbst Story-Modus ist denen zu schwer, weil sie nach 2, 3 Hits tot sind. Da wollte THQ dann auch nachpatchen, dass der Story-Mode eben noch einfacher wird, was ich völlig okay finde. Weil ich habe mich am Anfang auch erst umschauen müssen, dass es jetzt mittlerweile halt diese Richtung nimmt. Weil das war mir eben auch nicht klar. Das, was mich halt eben als Souls-Fan so ein bisschen gestört hat, du hast halt feste Keybinds. Also ich habe mit Controller natürlich gespielt. Du kannst die Tastaturbelegung oder die Pad-Belegung nicht umändern. Und Ausweichen ist nicht Kreis, wie es der Souls-Fan halt kennt, sondern eher 1. Da musste man sich dann erstmal dran gewöhnen und die ersten 2, 3, 4 Stunden habe ich mich immer verdrückt, weil ich mit Kreis ausweichen wollte. Und Kreis hatte im Kampf gar keine Funktion. Und immer R1 drücken. Und jeden Tag aufs Neue. Ja. Nach 4 Tagen und dann bist du gerade auf dem Weg zu einem Bosskampf und ich vergesse einfach, welche Schultertaste was ist und weiche aus, statt zuzuschlagen. Ich krieg's nicht in den Kopf. Das hätte man ändern können. Bei Subnautica kann man übrigens alle Tasten frei belegen. Auf der Konsole. Ja. Das wäre so meine Empfehlung an THQ. Wie macht entweder eine anpassbare Steuerung oder wenn er schon ein Dark Souls ähnliches Spiel macht, macht eine alternative Steuerung, die wie Dark Souls ist rein. Ja, das hat ja auch Lords of the Fallen halt hinbekommen. Die haben ja versucht, es gab die Standardsteuerung, wie sie dachten, dass es cool ist, aber sie haben dann eine alternative Steuerung halt reingepatcht, beziehungsweise reingebaut für Dark Souls-Leute. Weil viele Leute kennen halt dann eben Dark Souls, die solche Spiele dann halt eben spielen und sind die Steuerung halt eben gewöhnt. Und die geht halt so in Fleisch und Blut übrig, aber vielleicht beim nächsten Spiel. Oder sie patchen es noch nach, whatever. Also ich bin gespannt, wo es einfach mit dem 4. Teil hingehen soll. Das 1. war sehr Hack and Slay. Das 2. ein bisschen RPG, das 3. jetzt etwas Soul. Und ich fände es jetzt cool, wenn sie mit dem 4. doch nochmal was ganz Eigenes kreieren. Es ja, wird ich nur hab ein schwierig. Bisschen Angst. Ich will jetzt nicht zu weit spoilern, dass es vielleicht in die Richtung Shooter geht. Spiel zu Ende, dann wirst du wissen, was ich meine. Selbst das, ich bin offen. Ich finde, wenn man da nicht mit dieser Grundeinstellung, es muss ein Hack and Slay sein, dass man da sehr, sehr viel Spaß dran hat. Also, ich bin offen, ich bin gespannt. Der 4. für CSGO, ja. Mit Battle Royale und Karten. Also, ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und Survival. Warum? Ich hab's ausgemacht. Das ist ausgemacht? Ja, Darksiders ist für mich Hack and Slay und nicht Dark Souls. Ja, aber dann stelle ich die Gegenfrage. Hättest du dasselbe nicht beim neuen God of War sagen können? Findest du das neue God of War soulig? Ja. Nee. Ich gar nicht. Nee, finde ich auch eher weniger soulig. Das fand ich jetzt nicht. Also hatte ich kein Soul-Feeling. Nee, hatte ich jetzt nicht. War quasi ein Souls-like ohne Stamina-Balken. Findest du? Ja. Nee, fand ich jetzt nicht unbedingt. Also ich habe auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad God of War gespielt. Also nicht God of War, sondern direkt den darunter. Und ja klar, man musste ausweichen, aber ansonsten hatte ich jetzt nicht wie bei Darksiders 3, wo ich einfach bei vielen Sachen sage, okay, ich verstehe den Souls-Vergleich. Okay, ich sehe, ja, ich verstehe den Souls. Und das habe ich bei God of War gar nicht gesehen gehabt. Ja, aber würdest du sagen, dass das denn noch ein Hack and Slay ist, das neue God of War? Nee, es ist ein Action-Adventure. Für mich auch kein Hack and Slay mehr. Nee, das ist definitiv nicht. Nee. Ich habe alle Teile vorher gespielt gehabt. Ja, das ist es wirklich nicht. Es ist ein Action-Adventure. Es hat eine ganz neue Richtung genommen. Aber es war für mich nicht eine Sekunde Souls-Feeling. Okay. Ja gut, für mich halt eben schon. Aber ja, das ist eben definitiv kein Hack-and-Slay mehr. Das würde ich auch unterschreiben wie die alten Teile. Ich habe alle gespielt, inklusive der Vita-Ableger. Beziehungsweise die ja dann nochmal geportet worden auf die PS3. Ist halt eben schon komplett was anderes. Ja. Das war jetzt eben Darksiders halt eben auch. Und das kam halt eben bei vielen anscheinend nicht gut an. Naja, also ich habe es nicht gespielt. Ich wusste von vornherein, dass es mir nicht gefallen wird, weil mir schon die ersten beiden nicht gefallen haben. Und es ist halt jank. So, das ist halt der Unterschied zu God of War. God of War ist ein Spiel, das von einem riesengroßen Team über Jahre hinweg perfekt designt wurde. Und die haben halt wirklich das Gameplay an erste Stelle gesetzt. Darksiders ist halt mehr von einem kleineren Studio gemacht und man merkt halt, dass es jetzt kein Sony Santa Monica Spiel ist. Also, da würde man, glaube ich, Äpfel mit Birnen vergleichen. Okay. Nur weil es kein Hack and Slay mehr ist. Also 40 Leute waren es bei Gunfire und wenn sie 100.000 Copies verkaufen, sind sie froh. Ja, genau. Bitte? Und das ist für dich das Problem, dass es nicht... Nein. Ich habe kein Problem mit dem Spiel. Ich spiele es nicht, weil ich weiß, dass es nichts für mich ist. So. Ich werde keinen Spaß dran haben, weil ich weiß, wenn ich es anfange, dann bin ich frustriert mit Dingen, die mich halt frustrieren. Steuerung. Zum Beispiel. Aber ich möchte jetzt auch niemandem jetzt schlecht reden, weil es sicherlich 100.000 Leute da draußen gibt, die Spaß an diesem Spiel haben können. Deswegen, ne, das Letzte, was ich tun würde, ist dieses Spiel halt zu shit-talken. Aber es ist halt ein Unterschied. Es ist halt jetzt nicht von Leuten gemacht und wirklich durch so eine harte Testphase gegangen wie eben ein God of War. Das muss man ja direkt sehen eigentlich. Also wie gesagt, für mich persönlich fand ich die Steuerung sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich fand auch den Schwierigkeitsgrad nicht dementsprechend, wie er vorher war. Also für mich war es eher dezent nervig, 2 Hits einzustecken und zu sterben. So. Also nicht mal Dark Souls ist so in der Form. Und es ist auf jeden Fall ein netter Versuch. Nur habe ich dann aufgrund der Tatsache ausgemacht, dass ich es einfach nicht kaputt reden wollte, weil es mir einfach nicht liegt. Und dann habe ich gesagt, hey, okay, cool, Darksiders ist nett so, visuell war es wirklich sehr hübsch und es lief auch ganz rund. Aber mich hat das einfach nur extrem frustriert. Wenn ich schon, also nur als Beispiel, wenn ich mich zur Seite rollen wollte, hat sie sich ab und zu mal nach vorne in den Boss reingerollt. Und davon war ich irgendwann so frustriert, dass ich gesagt habe, nee, lieber nicht. Dann habe ich es weggelegt. Und auch dieses permanente, das habe ich später aber auch erst rausgefunden, dass man das ausmachen konnte, dieses Markieren. Oder, dass du das nonstop gedrückt halten musst. Ja, oder ja, dass du vom Gegner nicht schnell genug wegkommst, weil, also bei Dark Souls ist man gewohnt, man drückt den Kreis und rutscht nach hinten weg. Und das passiert da irgendwie gar nicht. So, und ich bin einfach so ein Mensch, ich mag mich denn darauf auch gar nicht einlassen. Ich möchte Kreis drücken und zurückrutschen, weil das so im Blut drin ist, dass ich dann irgendwie so frustriert bin davon später, dass ich mir sage, nee, sorry, lieber nicht. Und dann, ich glaube, ich habe die ersten 3 Bosse gemacht oder so und dann war vorbei. Ich bin so viel gestorben und ich habe schon auf Story gespielt, ne? Ja. Also wie gesagt, ich hatte dann auch gar keine Lust mehr auszuweichen. Ich wollte einfach mit den Ketten einfach rumdreschen. Weil du denkst so, Darksiders, oh ja, hackens riesige Arena, bam, ba, 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 und dann, oh, ein Gegner, oh Gott, nein. Und dann habe ich, wie gesagt, dann war halt alles vorbei. Aber es ist halt trotzdem, es ist kein schlechtes Spiel, definitiv nicht. Dafür, dass es kein großes Studio ist, war es schon sehr nice. Ich finde die Umsetzung der Bosse sehr schön. Also bis jetzt bin ich freue mich, weiter zu spielen. Ja, was hast du gerade gesagt? Eurojank? Mhm. Ja, da habe ich sogar auch noch eins gespielt, wo ich mit Spaß hatte. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt letzten Monat rausgekommen ist. Können wir ganz kurz für die es nicht... Es gibt sicher 1, 2 Leute im Chat, die es auch nicht wissen. Ja. Und für die 1, 2... Was heißt Eurojank? Mehr oder minder bezeichnet man so Spiele, die aus Europa kommen, die kein AAA-Budget haben und dementsprechend etwas billiger aussehen. Liebevoll, es ist mehr oder minder, die einen verwenden es liebevoll, die anderen eher so ein bisschen als Flame. Und wir Europäer wissen halt diese Qualität oder dieses Budget einzuordnen und lieben trotzdem die Spiele zum Beispiel von Piranha Bytes, weil die würden da auch drunter fallen, während halt der amerikanische Reviewer, also der den Titel halt spielt, das nicht mit diesem europäischen Blickwinkel betrachtet und das mit seinen Standards vergleicht und sagt, ist halt Trash. Okay. Also am Ende des Tages ist es ein anderes Wort für Stockholm-Syndrom gegenüber Computerspielen. Nee, eher, dass wir es halt eben einzuordnen wissen, wo Spiele herkommen und wie viel Budget halt drin steckt und sie aber trotzdem halt eben noch Spaß machen können, wenn man das prinzipielle Setting oder das Game halt mag. Deswegen sind zum Beispiel... die fallen jetzt nicht darunter, aber nur jetzt um ein Beispiel zu nennen, die Point-and-Click-Adventures von Daedalic werden halt in Deutschland und in Europa deutlich besser bewertet als in Amerika. Genauso wie halt die Piranha-Bytes-Spiele zum Beispiel. Einfach, weil wir es irgendwie mit einem anderen Blickwinkel halt betrachten. Und die Amerikaner bewerten es halt eben nach ihren Maßstäben. Okay. Okay. Du hast da ein Spiel, das da genau reinpasst. Ich weiß nur nicht, wann es rausgekommen ist. Ob es jetzt letzten Monat war, dann habe ich es ein bisschen später nachgeholt, aber ich habe es jetzt nachgeholt und ich fand es tatsächlich überraschenderweise gut. Call of Cthulhu. Hat der Chat gesagt, dass man das Cthulhu ausspricht und nicht Cthulhu. 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 Chat hat gesagt, bei mir mit K. Also Cthulhu. 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 Ist anscheinend eine fiktive Sprache. Ja, und ich hatte sehr viel Spaß damit, muss ich sagen. Also es war sehr atmosphärisch. Es ist mehr oder minder so ein First-Person-Rätsel-Mystery-Ding. Also oder Walking Simulator, mehr oder minder. Aber ich fand es halt sehr atmosphärisch. Von daher, ich habe es halt eben durchgespielt und mir hat es gefallen. Fällt halt auch unter die Kategorie mehr oder minder, wenn man so will, Eurojunk. Weil es ist halt eben keine super qualitativ hochwertige Produktion. Aber es hat mir halt eben Spaß gemacht. Also alles, was aus Europa kommt und kein AAA-Titel ist und kein Indie-Titel ist, ist Eurojunk? Ja, könnte man bösartig so sagen. Okay, ich mag den Ausdruck nicht. Das ist sehr, sehr, sehr zusammenwerfend. Ich würde es eher Jank nennen, weil Euro-Jank kommt nicht nur aus Europa. Es ist halt sehr, sehr janky. Also es gibt nur noch Entwickler aus den USA oder anderen Kontinenten, die auch janky Spiele rausbringen. Ja, die Frage, ob man den sieht, werde ich nicht beantworten. Ich will jetzt nicht spoilern, weil das Spiel spielt man tatsächlich für die Geschichte, für die Story, nicht für das Gameplay. Also während man vielleicht bei Darksiders sagen kann, man spielt es wegen dem Gameplay und nicht wegen der Story, hier ist es eher, man spielt es für die Story und das sollte jeder selber erleben. Deswegen werde ich da jetzt nicht auf die Frage antworten. Ich sag mal so, jeder, der die Geschichte von Cthulhu kennt, der wird wissen, wie es läuft, weil es ist im Prinzip fast eine 1:1 Nacherzählung. Ich glaube, dass viele die Story nicht kennen, sondern nur dieses Wesen an sich. Aber eben noch nicht mal genau also wissen, wo es herkommt. Damit, ehrlich gesagt, ich hatte sehr viele Fans von der Lore halt im Chat. Ich hatte damit überhaupt keine Berührungspunkte. Das Einzige, wo ich sage, was so ein bisschen in die Richtung von H.P. Lovecraft geht, war halt Bloodborne, wo man halt ja so Elemente halt eben drin hat. Das war so mein einziger Berührungspunkt bisher, die ich davon halt hatte. Ja. Aber hat mir gefallen. Also von daher... ist nur auf Englisch vertont. Genau, nur auf Englisch vertont, aber mit deutschen Untertiteln. Nochmal spielen würde ich es halt nicht, weil einmal die Story reicht halt, obwohl es halt tatsächlich verschiedene Enden gibt, aber ich bin dann eher der Typ, ich habe mich halt für diese Sachen entschieden und das ist jetzt halt mein Ende. Natürlich, wer halt eben die anderen Klamotten halt noch machen will, klar, der kann sich dann halt an gewissen Punkten anders entscheiden und dementsprechend auch andere Enden auslösen. Es ist definitiv eins der besten Cthulhu-Spiele, die jemals rauskamen. Was allerdings auch nicht schwierig ist, weil das, was bis jetzt rauskam, nicht so gut war. Aber im Vergleich schneidet es sehr gut ab, ja. Da kommt ja nächstes Jahr sogar noch eins, was ich auch auf der Liste habe, schon mal ein bisschen vorweggegriffen. The Sinking City kommt ja nächstes Jahr noch ein Spiel, was sich auch damit halt beschäftigt. Ich glaube im Februar. Also die sinkende Stadt im Sinne von versinken, so Subnautica versinken, The Sinking City. Ja, dann habe ich gespielt. Da habt ihr jetzt aber was losgetreten. Was lässt dich so lachen? Naja, Menschen gehen halt gleich wieder in die Bresche für die Spiele so. Aber Elex war doch der letzte Shit, ey! Und da waren nur 30 Entwickler dran und alles ja, ich gleich so. Ich habe Elex ja auch durchgespielt und fand es gut, aber trotzdem kann man halt nicht sagen, das ist das beste Polished AAA-Game wie God of War. Weil das ist es nicht. Es hat trotzdem Spaß gemacht, na klar. Naja, das ist ja eben, das ist ja diese zwei Seiten. Der eine sagt, es ist Jank und der andere sagt halt, ja, man ist halt rücksichtsvoll an der Stelle. Man sieht das jetzt gerade an Herrn Chris Richter. Ja, ohne Witz, auch jetzt an Chris Richter. Ich habe Red Dead Redemption 2 abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat. Elex habe ich durchgespielt. Also von daher, und damit hatte ich Spaß. Also das soll jetzt nicht heißen, dass nur wenn ich den Begriff verwende, dass es abwertend gemeint ist. Die Storys können ja auch super gut sein. Nur meistens merkt man es dann eben am Gameplay. Dass es halt ein bisschen hakeliger ist. Und das ist ja nichts Schlimmes. Ich habe damals, ich weiß noch, Gothic 2 war eins meiner Lieblingsspiele damals. Aber damals musste sich Gothic halt nur mit Bethesda-Spielen vergleichen. Da war es nicht so schwierig wie heute. Also heutzutage könnte man fast sagen, dass Elex besser ist als Fallout 76. Also sie holen auf. Das habe ich auch gespielt. Und das ist bei mir so die Richtung Mixed Bag im Moment. Bei mir Alter. Auch. Mixed Bag, dann Knüppel und drauf. Aber nicht in einem Canvas Bag, sondern in einem Plastik Bag. Oh, also es ist im Moment echt schwierig, das Spiel gerne zu haben, muss ich sagen. Ich habe es ja seit der Beta gespielt. Und komischerweise, sie haben halt Bugs nachgepatcht, die in der Beta halt nicht drin waren. Du spielst halt eben mit Leuten zusammen und es fängt halt damit an, dass nach diesem dicken Patch die Leute in der Party halt einfach unsichtbar sind. Das heißt, du siehst sie nicht. Spiele mal mit Leuten zusammen, die nicht da sind. Das heißt, ich könnte auch alleine spielen und mir einfach Freunde imaginär vorstellen. Das käme auf selber raus. Und das ist ein Multiplayer-Spiel. Über die Kistengröße haben wir ja schon gesprochen. Das haben sie ja jetzt mittlerweile gepatcht. Aber wie gesagt, da waren halt eben so viele Bugs drin. Dann habe ich irgendwann mal eine gute Waffe gefunden. Ich konnte da nicht zurückporten, weil ich zu dem Zeitpunkt voll war. Wollte die halt traden. Beim Trade ist die Waffe durch die Welt geglitscht. Ich war stocksauer und habe das Spiel erstmal gerage-quittet, weil meine Waffe weg war. Und habe gesagt, ich warte jetzt erstmal die nächsten Patches ab. Also von daher prinzipiell, ich möchte es mögen, aber das Spiel macht es einem verdammt schwer. Deswegen habe ich es erstmal gespielt und jetzt erstmal pausiert. Willst du es noch, Sally? Nein, gerade nicht. Okay, aus welchem Grund? Weil was anderes oder auch weil... Weil ich in Love bin mit Darksiders und mit Subnautica und ich nicht so in Love bin mit Fallout gerade. Ja, ich bin ein Stück, ich richte mich halt dahin, wo es mir gerade gefällt und... was fällt dir ein? Es tut mir kein Stück leid. Gerade nicht. Ja, kommt aber also noch. Also ich denke mir, irgendwann werde ich auch mal wieder, ne, aber jetzt gerade bin ich, es stört mich schon, dass ich in 2 Spielen jetzt gerade so drin bin, dass ich beide, weißt du, dass ich mir überlege, wie machst du denn das morgen? Oh, eigentlich willst du das spielen, aber du willst auch das andere spielen. Oh, vielleicht machst du nur 3, 4 Stunden das und dann das andere, also so schlimm ist es gerade, dass kein anderes Spiel Platz hat, bis ich mit eins der beiden fertig bin. Und ja, und was halt eben noch dazu kommt, ich glaube, Bethesda hat im Moment ein schlechtes Momentum. Also wie das Spiel halt eben aufgenommen wurde, die Geschichte, die Dizzy angesprochen hat, dann halt mit dem Beutel, der halt eine falsche Produktbeschreibung war, dann über die Erstattung noch die Kundendaten zu leaken. Das ist so, wie wenn du zu einem Verkehrsunfall gehst, dich da vorstellst, dass die toten Menschen da raushängen, Gedärme überall liegen und dann sagst, ich glaube, denen geht's nicht gut gerade. Die haben schlechtes Momentum. Naja gut, es ist im Endeffekt ein Produkt oder sagen wir eine Marke von Bethesda, die haben ja eben noch andere. Ich hoffe, dass sie, weil ich sie prinzipiell mag, nicht einen zu großen Reputationsschaden davontragen und alles daran setzen, das Chaos, was sie jetzt dann in den letzten Wochen damit veranstaltet haben, noch irgendwie wieder hinbiegen. Weil es stehen halt coole Titel an, sei es jetzt ein Elder Scrolls 6 oder so. Ich hoffe einfach mal, dass sie daraus lernen, ja, und ihre Fehler analysieren und sie nicht halt nochmals und wieder tätigen. Sie grinst nur. Ja, also Fallout 76 ist ein gutes Thema. Darauf könnten wir gerne noch 3 Stunden drüber reden. Aber ich glaube, ich werde mir das mal klemmen, weil sonst wird es wütend und laut. Ja, dann. Also ich freue mich auf Outer Worlds. Ich auch. Da reden wir doch gleich noch drüber, ja, oder? Genau. Da reden wir doch gleich nochmal drüber, über die Video Game Awards. Schon mal Spoiler anbauen. Darf ich eine Kleinigkeit sagen? Es ist einfach nur frech. Und jeder, der mir sagt, ich kann das ja mit Freunden spielen und es macht Spaß, es ist nicht okay. Und jeder, der aus meinem Stream weiß, was mit es ist nicht okay gemeint ist. Fertig. Jetzt können wir weitermachen. Mehr möchte ich nicht sagen. Was ich dann noch gespielt habe, was mir auch Spaß gemacht hat, weil es das Basisspiel halt sehr, sehr gut, sage ich mal, optimiert hat und erweitert hat. Ich glaube, Dizzy, du hast das auch gespielt, Surviving Mars Space Race, die Erweiterung dafür. Mhm. Die fand ich richtig gut. Also hat das Spiel halt eben nochmal deutlich aufgewertet. Da gab es doch so Probleme. Warte mal, irgendjemand hat gesagt, das war nicht so schön spielbar. War das nicht einer von euch? Ich habe es gut spielen können. Tatsächlich, ja? Wie gesagt, jetzt nicht, wie es als rausgekommen ist. Als es rausgekommen ist, hat es sich mehr oder minder wie ein Early Access angefühlt. Ohne Tutorials, war relativ schwierig. Und mittlerweile ist halt alles adressiert worden. War das nicht Slabby, der so geschimpft hat? Worüber? Surviving Mars. Nee. Nein. Nee? Also ich hab's nach, naja, ich habe nicht geschimpft. Naja, aber es gab so Sachen, die nicht optimiert waren, ja, und ich erinnere mich an das Gespräch. Das Gameplay hat mir dann irgendwann nach 2 Streams, glaube ich, keinen Spaß mehr gemacht, einfach weil so viel, schon nach so kurzer Zeit so viel geminmaxt werden musste, aber die Optionen nicht da waren fürs schnellere Minmaxen. Und deswegen habe ich es dann abgebrochen. Es war mir alles zu viel klein. Ja, es ist Micromanagement-lastig, das stimmt schon. Man muss halt sehr viel machen. Kann man denn mittlerweile, ich weiß nicht mehr, was war denn damals noch da? Ich weiß noch, ich habe von der Erde, eigentlich ist es ein cooles Spiel, so vom Grundprinzip, man muss ja von der Erde dann irgendwann Leute nachbestellen, ne? Und dann hatte ich quasi ganz viele Frauen da, weil ich extra nur Frauen bestellt habe, weil macht natürlich viel mehr Sinn. also einzelne Männer halt auf ganz viele Frauen, weil, ne, dann vermehrst du dich halt besser. Und dann hatte ich halt da so meine russische Riege mit den ganzen russischen Namen von Mädels. Und dann wollte ich die halt alle irgendwie benennen, glaube ich, zu irgendwelchen Wissenschaftlern und so. Und dann musst du halt jede einzelne anklicken und hast halt keinen Knopf irgendwie, mit der du halt von einem zum nächsten springen kannst. Und du kannst irgendwie nicht in der Gruppe Sachen verbessern, sondern du musst halt wirklich immer eine finden, anklicken und dann halt irgendwelche Sachen vergeben. Das ist zu lange her, ich weiß nicht mehr genau, was ich damals vergeben habe. Aber das hat mich damals halt gestört. Wurde aber behoben. Ja? Ja. Und viele Sachen haben sie besser gemacht jetzt mittlerweile. Oh Mann. Die russische Riege an Frauen, die bestellt. Alter Slurry. Uff, ey. Ich habe mir bei Surviving Mars damals eine riesige Kuppel gebaut, die nur zum Züchten von Menschen diente. Diese Kuppel war mit ungefähr 2500 Einwohnern ein bisschen übervoll. Das Spiel fing an zu laggen damals. Ich musste dann aufhören zu spielen, weil der Spielstand kaputt war. Die wollten auch nicht sterben. Die haben gefickt wie die Karnickel in der Ding. Da konntest du reinzoomen und dann... Ich glaube, so war das nicht geplant. Aber es hat funktioniert. Ich musste keinen mehr von der Erde einfliegen lassen. Ja, läuft. Oh Mann. Ja, und Darksiders sag ich schon. Spyro habe ich auch gespielt. Bin allerdings erst im zweiten Teil, weil sehr casual und wie den ersten Teil habe ich halt durchgespielt, noch nicht komplett auf 100%. Jetzt bin ich bei Riptus Rage. Gefällt mir tatsächlich, muss ich sagen, besser als der erste. Ja, irgendwann mal weiterspielen, den zweiten, den dritten fertig machen. Ansonsten cooles Spiel, auch wenn es gerade die Fluglevel mich zum Schwitzen bringen. Oh, im zweiten sind die viel einfacher. Ja, da habe ich noch keins gesehen. Da bin ich jetzt, habe ich die erste, glaube ich, komplett fertig gemacht. Da habe ich halt ein bisschen Eishockey gespielt. Das fand ich cool. Oh, Spyro war schon schön. Soll ich denn jetzt auch noch die Spiele nennen, die ich schon gespielt habe, die in diesen Monat schon rausgekommen sind? Oder ja, lass uns über Just Cause reden. Leute wollen den Rant hören. Ich bin so bereit, die Kanonen sind geladen. Ich bin so ready. Du bist ready? Ja, weil das war so, was ich aus dem letzten Monat oder von den letzten Plankenschnack halt gespielt habe. Über die anderen sprechen wir dann jetzt, wenn sie ja jetzt gleich dann rauskommen. Dann, Flavie, was hast du denn gespielt? Factorio. An alten Omas. Und da, bitte. Oh, jetzt hab ich's. Der hat einen Moment gedauert. Ja. Genau. Ich habe nicht viel gespielt. Ich habe ja jetzt im Anfang Dezember meinen neuen Job angefangen, deswegen hatte ich jetzt erstmal nicht so viel Zeit. Das kommt jetzt im Dezember, weil ich direkt in ganz viele Dienste reingeworfen worden bin von meinem neuen Chef. Aber wenn ich gespielt habe und gestreamt habe, habe ich tatsächlich Factorio noch weitergespielt, weil ich da mit Modded angefangen habe, aber da habe ich ja schon, glaube ich, letztes Mal von erzählt. Das macht mir Spaß. Ansonsten spiele ich momentan für mich noch ein bisschen ein Spiel, über das wir gleich noch sprechen werden, das schon rausgekommen ist im Dezember. Sehr gerne sogar. Aber ich muss sagen, Just Cause, da habe ich bis jetzt noch so einen Bogen drum gemacht. So, ich habe ein bisschen abgewartet, weil ich habe mich dann erinnert daran, wie es bei Just Cause 3 war. Ich weiß, ich hatte zwar Spaß, aber der ist auch ganz, ganz schnell runtergefallen. So, weil es irgendwann immer nur das Gleiche war. Mit von einer Siedlung in die nächste, alles da kaputt hauen, dann wieder in die nächste, da kaputt hauen. Und irgendwann nach 20 Siedlungen hattest du dann genug Siedlungen kaputt gehauen, um dann die Story-Mission weitermachen zu dürfen. Dann hast du die gemacht, dann hattest du eine große Insel fertig, dann konntest du zur nächsten großen Insel. Ich glaube, nach der zweiten großen Insel hatte ich dann aufgehört, weil ich keinen Bock mehr auf die dritte Insel hatte. In Just Cause 3. Und ehrlich gesagt, Just Cause 4 wirkt genauso. Sieht alles gleich aus. So. Wollten wir jetzt eigentlich über Just Cause reden oder nicht? Ich weiß nicht. Hab ich jetzt was vorweggenommen? Also meine Woche fällt kurz aus. Ich habe, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte so ein Formtief. Ich habe, glaube ich, mehr lieber gekocht als gespielt aktuell, weil so viele Enttäuschungen da waren. Ich habe auch am Freitag? Nee, am Donnerstag? Wann war denn das? Was denn heute? Nee, am Freitag. Ja, am Freitag habe ich, glaube ich, nur 2 Stunden gestreamt. Ich Ich hab einfach da gesessen und ich habe echt ohne Witz, ich habe 1,5 Stunden versucht, irgendein Spiel zu finden. Ich hatte auf nichts Lust. Und habe ich gesagt, ey Leute, wisst ihr, ich glaube, ich habe gerade einfach so eine Zeit und habe dann ausgemacht. Ich habe Just Cause gespielt, ich habe Darksiders, habe ich auch gespielt. Ich habe Mutant gespielt. Und dann war es das, glaube ich, in 2 Wochen. Ich habe meinen Führerschein fertig. Habe ich den? Glückwunsch. Ich glaube, das war auch noch so in dem Zeitraum. Ich habe meinen Führerschein fertig gemacht. Ja. Ansonsten habe ich nicht wirklich viel gemacht. Ich habe mich so ein bisschen belesen, was so in der Spielindustrie los ist. Und naja. Habe sehr viel Geld gespart dieses Jahr. Bin sehr happy. Und dann habe ich, wenn wir jetzt den Bogen schlagen wollen, bei Just Cause habe ich ein Angebot gekriegt für einen Sponsored Stream. Also ich wurde bezahlt, um das zu spielen. Habe das angenommen, weil ich mir gedacht habe, ey, cool, ich will das Spiel ja sowieso spielen. Genau, Steel Rats haben wir noch gespielt und World of Warships haben wir auch gespielt. Steel Rats ist ein sehr cooles Spiel, kann ich euch nur empfehlen. Mal sich so anzugucken. Das ist so ein bisschen Sidescroller, Jump'n'Run, Trials, Fusion, Spring-Ding so. Ist ganz nett. Hat mir gefallen. Ist auch vertont und sieht ganz nett aus. Ja, und World of Warships habe ich noch ein bisschen gespielt, das stimmt, ja. Just Cause, ja, zurück zu Just Cause. Ich wurde bei Just Cause, wo ich bezahlt, um das zu spielen. Ändert aber nichts an meiner Meinung, weil ich habe Just Cause 3 extrem viel Spaß gehabt und habe das auch durchgespielt und habe alle Regionen gemacht. Und dann habe ich habe übrigens noch nicht einmal was zu Just Cause gesagt, das ist Premiere hier. Ich habe nun also Geld dafür gekriegt, habe es gezockt, habe es zu früh spielen dürfen. Also ich war, glaube ich, 2, 3 Tage viel zu früh, das wusste ich gar nicht, weil ich eigentlich in der Regel sowas gar nicht tue. Also nicht mehr, früher spielen. Was heißt nicht mehr tue? Ich wollte mir das irgendwie so ein bisschen abgewöhnen. Ich hatte heute auch schon mal was darüber gesagt. Wir können uns später darüber gerne nochmal unterhalten, wenn ihr wollt. Wenn ihr das nochmal aufgreifen wollt. Warum und wieso. Nun gut, zurück zum eigentlichen Thema. Ich habe es dann halt gezockt und ich habe fast mir in den Mund gekotzt, weil es auch schon wieder so eine unverschämte Frechheit ist. Es ist eine unverschämte Frechheit, ein Spiel für 60 € zu verkaufen, was auf Deutsch vertont ist, aber klingt, als wenn, weiß ich nicht, als wenn da Hans Hubert in die Kloschüssel spricht. Also da war kein Ambiente drin, gar nichts in der Vertonung, 0. Da kam überhaupt gar kein Gefühl auf. Es war so völlig lustlose ungefähr so. Die Zwischensequenzen, habe ich das Gefühl, waren in 480p gerendert irgendwie. Das war auch schon unglaublich frech. Und ich saß halt da und durfte es am 30. spielen und alle so, das ist aber nicht deren Ernst mit der Zwischensequenz. Und du sitzt da, Embargo war ja dann der 4. und du sitzt da und denkst so, wow, okay, nun. Ja, also in diesem Spiel kommt null nada irgendwelcher Flair auf. Es ist einfach, das Universum ist großartig. Also die Tools, die du hast, um Schwachsinn zu machen, sind einfach sensationell toll. Das hat sich auch nicht geändert. Es macht immer noch ultra viel Bock, mit Rodriguez durch die Karte zu fliegen und Quatsch zu machen. Aber habe ich dieses Jahr festgestellt, dass es nach 2 Stunden irgendwann einfach nicht mehr fetzt. So. Es hat einfach nicht mehr gefetzt und wie gesagt, du bist auch nicht mit auf die Reise genommen worden. Auch die Story wollte dich nicht wirklich catchen. So. Es sieht halt so aus, als wenn sie sagen, oh ja, wir hatten keine Lust, hier, Feuer, let's go. Und du sitzt halt wirklich davor und denkst, so, dafür soll ich jetzt 60 € bezahlen? Okay. Nun. Schade eigentlich. Weil ich habe den 3. Teil eigentlich sehr gemocht. Doch hier war nichts davon zu spüren. Und das ist noch milder ausgedrückt. Ja, es war bei mir ähnlich. Ich habe es von Square zur Verfügung gestellt bekommen. Den ersten Stream hatte ich Spaß, weil die Tools halt geil sind. Gerade wenn du halt eben dein Grappling-Hook halt mit dem Motor und den Fultons aus Metal Gear, kennt das bestimmt, irgendwie kombinierst und irgendwie alles durch die Gegend wuppt und alles nur noch physiktechnisch in der Luft rumschwebt und die Physik völlig durchdreht. Das ist lustig. Das ist auch der eine oder andere Lacher. Das hat den ersten Stream halt Spaß gemacht, wobei ich vom ersten Stream an gesagt habe, technisch ist das Ding einfach nicht gut. Also das heißt, das ist, keine Ahnung, wie du schon gesagt hast, also die Grafik teilweise, was da an Kantenflimmern halt drin ist oder auf welcher Auflösung das gerendert ist. Und ich habe es versucht, auf 4K, auf dem 4K-Monitor zu spielen. kannst du knicken. Also wie gesagt, hübsch ist das Spiel nicht. Voice Acting ist auch mehr oder minder, ja, es ist vertont. Das ist das Positive von wem. Lassen wir mal stehen. Ja, es ist vertont, genau. Ja, es ist vertont, das war's. Gerade wenn man halt, ich habe immer in den Vehicles die Musik angemacht. Und wenn du dir auch gerade so die Radiosprecher halt anhörst und du kennst halt eben die Radios aus, was weiß ich, GTA oder so, wie halt die Radios da klingen wie Radios. Und das klang halt wie Amateur-Schülerfunk. Sorry, wenn man es halt so sagen muss. Es war halt eben gut. Das stört mich alles nicht, wenn das Gameplay an sich cool gewesen wäre. Aber jetzt kommen wir zu dem. Wir haben halt die Technik, die nicht so geil ist. Das Gameplay. Story, sage ich mal, ist einfach nicht relevant. Aber es geht halt eben auch nicht nur darum, nur noch Chaos zu machen. Weil im Endeffekt jede Nebenmission ist mehr oder minder ein Skill-Based Check, wo du irgendwas machen musst. Entweder mit deinem Wingsuit durch Ringe fliegen in einer gewissen Zeit oder irgendwas in Time-Based Events. Und ich hasse Time-Based Klamotten, wenn ich irgendwas machen muss. Und wenn ich halt nur solche Challenges habe, um irgendwelche Dinge an Upgrades freizuschalten, habe ich ja keinen Bock drauf. Das heißt, die Main-Story an sich ist nicht super interessant, um sie voranzutreiben. Es geht nicht darum, Dinge kaputt zu machen, sondern irgendwas skillbasierend zu tun. Plus der technische Aspekt, lange Rede, kurzer Sinn. Im zweiten Stream habe ich kaum noch gelacht, weil ich keinen Spaß mehr daran hatte, dasselbe nochmal zu sehen, wie Mannequin durch die Gegend fliegen oder Panzer oder Gebäude. Und nach 2 Stunden habe ich dann gedacht, Chat, was sagt ihr denn? Sollen wir, müssen wir, nein? Oh, danke, ich kann ausmachen. Dann habe ich es ausgemacht. Dieses Jahr ist das Jahr, in dem Leute einfach gar keinen scheiß Bock mehr haben, Spiele zu machen. Punkt. Naja. Also jetzt mal wirklich so übertrieben. Sagen wir mal die großen Jungs. Die großen Jungs haben einfach keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Es war Bethesda, EA mit Battlefield, Blizzard, Entschuldigung, Handy Games. The fuck? Und das sind so 3 Titel, wo du dir sagst, jo, Alter, eigentlich sollte da mal ein Brocken kommen. Und dann kommt da so der... Ja. Wie kann man das denn nett ausdrücken? Aber es gab auch ein paar gute Sachen. Natürlich gibt's, natürlich. Also das darf man nicht vergessen. God of War, Detroit Become Human, das war schon so, wow. Gibt's auch. Aber diese Desaster, ich meine, wenn ich mir das überlege, es sind wirklich Desaster. Mhm. Naja, das, was ich dazu sagen kann, was für mich halt ein Beispiel ist, wo ich sage, okay, wir bekommen nichts Neues, aber wir bekommen Altes sehr gut präsentiert. Spider-Man ist im Open-World-Genre im Endeffekt nichts Neues, außer vielleicht das Schwingen in Manhattan. Aber sammel die Collectibles ein, Kämpfe wie Batman im Free-Flow, ist halt nichts Neues. Es ist halt nur perfekt inszeniert und umgesetzt. Ja. Das gebe ich mir gerne. Aber wenn es dann halt, sage ich mal, nichts Neues ist, Präsentation auch noch nicht toll ist, warum soll ich es dann noch spielen? Ja, wie gesagt, für mich ist das auch mehr als fragwürdig und daher ist auch dieses Meme entstanden. Ich habe, glaube ich, ich habe 2 Stunden lang richtig hart gerantet. Also wirklich so sehr, dass ich danach Kopfschmerzen hatte, weil mich das einfach nur noch wahnsinnig macht. Und Menschen dazu immer noch sagen, es ist okay. Und ich habe so das Gefühl, und das sind ja nur große Studios, ne? Ich sag mal jetzt die Sachen, die bei PlayStation released werden, kann man fast sagen, it's all good in the hood, da brauchen wir uns keine Sorgen machen, da kriegen wir keine Scheiße geboten, siehe Spider-Man, Detroit. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die ganz guten Titel alle von PlayStation kommen? Nur mal so, just saying. Also vielleicht lohnt sich ja eine PlayStation zu kaufen. Dafür. Und Nintendo. Und Nintendo. Entschuldigung, Verzeihung, das stimmt. Da muss ich mittlerweile übrigens auch recht geben, verzeih mir. Nee, also, nicht verzeih mir. Also ich muss dir recht geben. Guck mal, welche Spiele bei den Game Awards nominiert waren. Das waren zu 90% Konsolen-Exclusives. Echt? Um es mal so zu nennen, ja. Ich meine, wenn ich das lese, wenn ich das kurz aufgreifen darf, naja, du meckerst selbst bei Red Dead Redemption 2. Das wie viele Leute, warte mal kurz, eine Gegenfrage. Wie viele Menschen als Streamer haben Red Dead Redemption 2 durchgespielt? Und dann überleg mal ganz kurz, ob ich der Einzige bin, der meckert. Ich sag halt einfach nur, dass mir das nicht gefällt. Punkt. Richtig. Genau dasselbe sage ich auch. Ich sage nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Nee. Ich glaube da, zumindest habe ich es bei mir gesagt, ich weiß nicht, ob ihr 3 oder der Chat hier das unterschreibt. Red Dead Redemption ist ein anderes Spiel. Während viele Spiele Popcorn-Kino sind, die einfach unterhalten wollen, ist Red Dead Redemption mehr oder minder ein Drama-Oscar-Film. Du musst dich halt darauf einlassen. Und wenn du halt diese Art von Film oder Spiel nicht magst, dann ist das nichts für dich. Trotzdem ist das halt ein guter Film, ein gutes Spiel, nur nicht für mich. Ja. Also, wenn das Oscar-reif ist, dann weiß ich ja nicht, welchen Filmpreis der gewinnt. Wahrscheinlich irgendwo in Monaco so ein Kurzfilmpreis oder so eine Scheiße, weil nach den ersten 2 Kapiteln hast du das Spiel doch schon gesehen. Danach ist doch immer dasselbe. Ich habe es nicht weitergespielt, von daher, ich weiß es nicht, aber es wurde ja von allen gesagt, die es durchgespielt haben, dass die Story halt schon nicht schlecht sein soll. Schon nicht schlecht. Also sehr gut sein soll, Entschuldigung für die... Ich kenne aber sehr viele, die es nicht bis zum Ende geschafft haben. Ja, aber das lag bei mir jetzt nicht an der Story, sondern eher, weil mir der Gameplay-Loop nicht gefallen hat. Nicht nur du, es sind sehr viele, die ich kenne, die... Also da muss ich halt sagen, das ist wie ein Fallout, ne? Also ich meine, ich bin gerne ein Mensch, der kritisch... Moment, Freundchen. Was denn? Ich vergleiche jetzt nicht Red Dead Redemption mit Fallout. Okay, jetzt warte doch mal ganz kurz ab. Bei mir ist es halt einfach so, es gibt ganz viele Menschen, ich habe zu Sali und Sleth auch gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die Scheiße spielen können, Fallout. Und dann kommt halt so ein Argument wie, ich habe mit Freunden Spaß. Und ich sitze halt wirklich da und sage mir, ich habe keine verschissenen Kackfreunde. Und ich will dieses verschissene Kackspiel für 60 € kaufen und es ist fertig. So, und wenn ich mir eine Red Dead Redemption angucke, wo der Großteil wirklich super ist, aber bei der Story, ich mir denke, das hat ein 5-Jähriger geschrieben, dann sage ich mir auch so, what the fuck, ey, was soll ich da spielen? 9 Kapitel und irgendwann verstehe, ohne was zu spoilern. So, dann kann das jeder toll finden. Jeder Mensch da draußen kann das spielen und kann das unglaublich sexy und geil finden. Für mich ist es ultra langweilig und lasch und so. Und wenn ich dann noch auf dem Pony reiten muss und mir Menschen einfach sagen, und das kannst du auch, Fox, kannst du auch gerne machen, wenn mir jemand sagt, ja, aber die Welt ist doch so unglaublich toll und interaktiv. Und ich denke, nach dem zweiten Mal, wenn mich einer anquatscht, ey, scheiße, mein Pferd ist weggelaufen, kannst du mich nach Hause reiten? Nein, fuck, kann ich nicht! Will ich auch gar nicht. Reit an, geh zu Fuß nach Hause, du Ochse. Weil dir alle 5 Minuten einer irgendwo im Gras sitzt. Dann ist das nicht interaktiv. Und auch nicht cool. Ja, du weißt nicht, du glaubst nicht, wie oft ich Schlangengift aus Füße gesaugt habe. Und das ist mein Empfinden. Und das mag wahrscheinlich daher kommen, dass wir oder ich an der Stelle Spiele immer am Stück spiele. Ich mache keine Pause. So, und da fällt dir halt an der Stelle irgendwann viel auf. Wenn ihr jetzt da draußen nicht jeden Tag 8 Stunden spielt, wird euch ein Spiel nicht schnell öde. Weil ihr vergesst auch vieles und denkt euch so, ey cool, nochmal eine Bank ausrauben, das erste Mal war ja einigermaßen nice. Und ich denke mir dann halt beim 3. Mal, Alter, ich hab keinen Bock, du Arschloch. Wenn du ständig das Geld vermüllst, du Ochse, dann kann ich nichts dafür, dass wir hier nicht rauskommen. Und wenn die anderen Idioten aus der Gruppe ständig das Geld mitnehmen und das nicht in die Kasse packen, kann ich da auch nichts dafür. Und dann ist halt so, nach 90 Stunden sagst du so, ey, nee, dann fick dich, alter Dutch. Dann verpiss dich, verrecke alleine, ich gehe jetzt, tschüss. So. Ganz einfach. Und das hat nichts damit zu tun. Also ich persönlich finde auch, dass das Spiel völlig overhyped ist, weil es von Rockstar ist. Vollends. Und da kann das noch so gut sein und so schön inszeniert sein und so toll vertont sein und so unglaublich geile Dialoge haben. Wenn das Core-Feature dieses Spiels einfach nicht funktioniert, dann lohnt sich es einfach nicht. Ganz einfach. Fertig. So. Und die Meinung kann ja jeder haben. Und viele sehen das so... Red Dead wird noch gar nicht auf der Liste gehabt, das habe ich ja auch gespielt. Verdammt. Aber eben abgebrochen. Menschen sagen immer, das ist Meckern. Das ist einfach kein Meckern, das ist Kritik am Spiel. Ganz einfach. Und ich kritisiere sehr viele Spiele, weil ich solche Floskeln einfach sehe, da ich sehr viel spiele. Also ich spiele wirklich sehr viel. Sehr viel. Ich habe bis zu 1000 Spiele rumliegen, die ich alle irgendwo schon mal angefasst habe und reingeguckt habe. Und ich habe halt eine gewisse Vorstellung und ich äußere das auch sehr gerne und ich äußere auch gerne kritische Sachen, weil mir das nicht egal ist, weil es mein Job ist und ich liebe Computerspiele. Und je beschissener Computerspiele werden, desto mehr werde ich darauf aufmerksam machen, dass Menschen diese Scheiße nicht mehr kaufen. Und eventuell sich darüber Gedanken machen. Und nicht einen scheiß Plastikbeutel kaufen und sagen, es ist okay. Beispielsweise nur dieses eine Fiasko. So. Punkt. Und ich fange jetzt nicht von Fallout an, auch wenn das Leute wollen. Ich würde gerne, aber wir lassen das. Lasst uns über Mutant reden. Boah, sieht das schön aus. Lasst uns, genau. Bitte. Das Feld ist eröffnet. Man muss ja jetzt nochmal sagen, dass wir die Tradition bewahren. Der Trailer, du hattest war ja Just Cause, oder? Wo du eigentlich am meisten dich drauf gefreut hattest. Ja. Ja, genau. Ich habe mich auf Just Cause, stimmt, das zieht sich durch, dieses Fiasko. Ich habe mich sehr gefreut auf Just Cause, aber es ist halt verflogen. Und Slappy hat das Video nicht vernünftig geschnitten. Nee, ich habe das bewusst nicht geschnitten. Du bist ein Arschloch, ey. Ich habe das extra, ich habe schon überlegt, ob ich dir das vorschneide. Und du hast das extra so gelassen, dass man sieht, dass ich das auf den Türgriff mache, du Idiot. Ich habe mir das angeguckt, ich dachte, Mann, du Arsch, ey, das hättest du doch schneiden können. Ich habe mich noch gewundert und denke mir so... Hätte ich die Zeit gehabt, ich habe ja dann noch auf deine Katze gezoomt, die dann sich da noch vorgestellt. Ich wollte eigentlich die Katze explodieren lassen, so einen typischen Just Cause-Effekt reinbringen, dass sie dann noch explodiert, weil du dich da festgesogen hast. Aber nein, das musste so bleiben. Das fand ich so genial, dass das... Nee, musste. Ja, Mutant Year Zero war mein Highlight. Das hatte ich halt genommen. Ich mag halt XCOM-Spiele. Würde mich auch über Terror from the Deep halt freuen, wenn es dann mal kommt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, es sieht interessant aus. Und ich habe es jetzt eben auch schon gespielt. Oder ich bin dabei, es zu spielen. Bin jetzt so, sage ich mal, etwas über die Hälfte. Ziemlich cooles Game. Ist mehr oder minder exakt die XCOM-Regeln, nur halt mit ziemlich abgedrehten Mutantenchars. Also wie hier zu sehen, mit einem Schwein, mit einer Ente. Und eben noch anderen Chars, die ich jetzt nicht großartig spoilern will, die dazukommen, die man dann erst freischalten muss. Ja, wer halt XCOM und Rundenstrategie halt mag, kriegt hier halt eben noch ein bisschen Echtzeit-Stealth-Elemente dazu, weil man hier nämlich den Kampf, sage ich mal, selbst bestimmen kann, wann man ihn anfängt und wie man ihn anfängt. Das heißt, man kann die Person einzeln vorher bewegen in Echtzeit, quasi anschleichen und dann den Kampf damit eröffnen, um sich halt einen Vorteil zu verschaffen, was ziemlich cool ist. Die Grafik ist relativ sexy, ich habe es eben auf der Konsole gespielt. Auch da funktioniert es gut. Du hast mal einen kleinen Laderuckler, aber es ist jetzt halt nicht so, dass es unglaublich stört. Von daher für mich so der Überraschungshit des Monats, muss ich sagen. Also ich bin damit zufrieden und es ist auch nicht gerade leicht. Am Anfang muss man erstmal reinkommen, weil jeder dieser Mutanten hat Mutationsfähigkeiten, die er einsetzen kann. Und erst wenn man versteht, wie die funktionieren und wie die Synergien sich ergeben, kommt man halt gut in die Kämpfe rein. XCOM war dieses Mario und Rabbids nur mit Aliens, oder? Ja, genau. Ja, okay. Also für mich, ich finde es großartig zum Zusehen. Mein Gott, das sieht so gut aus. Könnte man gar nicht glauben, dass es eigentlich kein AAA-Titel ist, weil ich finde, das sieht großartig aus. Ich habe es jetzt für Stefan besorgt. Ich habe mir einige Streams dazu angesehen. Also alleine vom Zusehen bekomme ich Lust, das zu spielen. Obwohl ich null strategisch oder stealth-mäßig unterwegs bin. Es ist eins dieser Spiele, die mir Lust machen, es zu spielen, wenn ich es sehe. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel Red Dead Redemption so. Oh Mann, hör auf. Chat hat schon gesagt, wir reden seit 3 Wochen über Red Dead. Können wir jetzt bitte aufhören? Entschuldigung, lass mich da. Leute mögen Red Dead und spielen Fallout 76 mit einer Plastiktüte. So, Schluss jetzt. Ich finde es es sieht super schön aus. Aber ich habe es nicht gespielt. Vielleicht? Nein, es ist zu schwer. Ich gucke zu. Ich beschränke mich aufs Zugucken. Slappy, möchtest du noch was sagen? Nein. Zu was? Zu dem Strategie? Hm. Nein. Was soll ich dazu sagen? Das ist nicht meine Art von Spiel. Schönster Move des Jahres, fand ich persönlich. Man konnte die große Version vorbestellen, die irgendwie irgendwas bei 50 Euro gekostet haben. Die irgendwas bei 50 Euro gekostet hat. Und die haben sich einfach dazu entschlossen, wisst ihr was? Scheiß die Hände drauf. Jeder, der vorbestellt hat, darf spielen. Das heißt, nicht nur die Deluxe-Edition durfte schon früher spielen, sondern alle. Am 4. Dezember, nee, 2 Tage vorher, 3 Tage vorher. Und alle durften es spielen. Jeder. Und den Move fand ich sehr, sehr cool. Hat mich auch ein bisschen happy gemacht. Und grundsätzlich das Spiel, ein wundervolles Spiel. Also für 30, 35 Mark kostet das oder so. Du hast die Vertonung drin. Es waren, ich habe, glaube ich, nicht wirklich Bugs oder Glitches gesehen. Und es lief reibungslos. Es ist nicht, muss man dazu sagen, nicht so wahrscheinlichkeitsabhängig wie nicht so wahrscheinlichkeitsabhängig wie XCOM. Das heißt, wenn man Szenarien zum Beispiel durch Neuladen neu anfängt und, sage ich mal, wieder mit demselben Gegner anfängt, ist das Szenario dasselbe. Das ist mir aufgefallen, das fand ich persönlich ein bisschen unschön, weil es den Wiederspielwert leider nicht wirklich erhöht. Nichtsdestotrotz hat mich das gar nicht gestört, weil die Story einfach wunderschön ist. Und okay, das Ende kann ich jetzt nicht großartig was zu sagen. Nein, oder will ich auch gar nicht. Ja. Und ich war so begeistert. Ich hatte so richtig Glimmer in den Augen, weil ich das für eine sehr, sehr gute Leistung befinde, für 35 € so einen Titel rauszuhauen. Der unglaublich sexy war. Grafisch schön, spielerisch, nicht unbedingt was Neues, aber die Verbindung zwischen, du kannst dich offen bewegen und rundenbasiert, und dass es Ton da drin gibt. Das finde ich so toll. Und der auch noch schön ist. Also da wurden schöne Stimmen verwendet. Toll. Ja, tatsächlich. Also ich kann mich auch nur anschließen, aber wie gesagt, so die Überraschung für mich. Fast so gut wie Jack the Lions Rage. Echt? Ist das gut? Das ist so gut. Das ist richtig gut. Das ist so gut, dass man sich das installiert und gleich wieder deinstalliert. So gut ist das. Ja, der Chat hatte mich gefragt, als ich Mutant gespielt habe, ob ich denn Jack the Lions das neue spiele. Und ich sagte, ja, ich kenne die alten. Und ich habe jetzt gehört und gesehen, dass ein neues Jack the Lions kommt. Aber dann habe ich halt gesehen, wer es entwickelt und wer es published, und habe mir gesagt, okay, das Ding heißt Handy Games, Entschuldigung. Und es sieht ein bisschen... Ich bin skeptisch, wollte ich sagen. Und du unterstreichst das jetzt, ja? Dass man sich das vielleicht als alter Jack the Lions-Fan nicht unbedingt geben sollte, muss, braucht. Für mich ist das eine Frechheit. Also einfach nur Lizenz gekauft und irgendwann rausgeballert. Ja, für mich ist das eine absolute, also wirklich eine absolute bodenlose Frechheit, dieses Spiel. Also ohne Scheiß, ich habe so das Gefühl, dass da irgendwer, so ein Hipster, seine Mate sich reingezogen hat, sich seine corny Casio goldene Uhr angezogen hat und gesagt, ey, weißt was, Alter? Wir nehmen jetzt einfach Jack the Lions 2, Mann, und machen das einfach zu Jack the Lions Rage. Also wirklich, du spielst das Spiel und denkst dir so, willst du mich verarschen? Was soll denn das jetzt? Das geht nicht mal unter Indie-Game. Das ist wirklich einfach nur eine flache Kopie von dem alten Jack the Lions-Teil. Du hast genau die gleiche beschissene Sprachausgabe wie früher. Du klickst einen an und der quatscht dich jedes Mal voll, wo du dir denkst, was ist mit dir? Da. Immer und immer wieder, jede Runde. Und dann, du sitzt halt davor. Ich habe es 1 Stunde oder 1,5 gespielt. Ich dachte mir so, Alter, kannst du nicht einfach mal deine Fresse halten? Ich will doch einfach nur spielen. Da. Schwierig. Grafisch, unterste Kanone so. Also, das zählt dann halt so einen Gesamteindruck rein. Ist unterste Kanone, wirklich allerletzte Schublade. Animation der Person ist noch viel schlechter. Wie gesagt, 1990 lässt grüßen. Und es sieht halt einfach wirklich so aus, als hätten sie von früher ein Spiel genommen, hätten es gepatcht, sodass es auf Windows 10 läuft. Und das ist Jack fucking Alliance Rage. Das hat irgendjemand, hat sich eine Lizenz gekauft und hat gedacht, er kann damit was verkaufen. Und das ist schön. Ganz toll. Nicht. Gut, werde ich nicht spielen. Dankeschön. Ja, nun. Kein Bezug zu. Ich habe Jack the Lions 2 damals gespielt und hatte Spaß, auch wenn ich nicht gecheckt habe, was ich gemacht habe, weil ich viel zu jung war, aber nö. Da fand ich dieses, okay, ich weiß nicht, darf man das vergleichen? Geht das in die Richtung Kommandos? Jack the Lions? Oder war das noch ein bisschen mehr als das? War ein bisschen mehr als das, ne? Ja. Kommandos war ein bisschen was anderes. Ja, nee, dann höre ich auf zu reden. Das ist auch ein ganz großes, also ich persönlich weiß nicht, wie es euch da geht, aber so aktuell, ich habe das gerade bei Mutant habe ich das gesehen und irgendwie tut mir das immer so ein bisschen in der Seele weh, dieses, Oh, das ist ja ein XCOM-Klon. Ich weiß nicht warum oder warum ich da so allergisch drauf bin. Ich habe immer so ein ganz, für mich ist das ein Problem. Es tut mir in der Seele weh, wenn jemand so eine Scheiße sagt. Dass das Spiel nicht eigenständig dastehen kann, ja, sondern genau, es immer verglichen wird. Ja, und gerade bei Mutant zum Beispiel, das tat mir wirklich sehr in der Seele weh, da es ein komplett anderer Ansatz war als XCOM zum Beispiel. Und es ist ja auch eigentlich nichts Schlimmes dabei, sich von anderen Leuten was anzueignen. Aber manchmal tut mir das ein bisschen in der Seele weh, gerade bei so guten Spielen. Ey, das ist wie XCOM, Alter. Das haben die ja von XCOM geklaut. Und dann denkt man sich immer so... Pff. Vielleicht sollte man eher sagen XCOM-like. Nee, ich kann das nicht mehr, nee, ich kann das auch nicht mehr hören. Auch nicht das, finde ich. Das ist einfach... Die Spiele sind doch eigenständig und man muss doch nicht immer alles kategorisieren oder irgendwie für alles was finden. Und es ist auch nicht like oder irgendwer hat von wem kopiert. Weil ich glaube tatsächlich, das ist gar nicht böse gemeint. Also vielleicht Klon, weil Klon vielleicht so ein bisschen negativ dann anhaftet, aber so gerade die Like-Verteilung, ich glaube, der Mensch ist dann darauf bedacht, er denkt in Schubladen. Ist leider so. Und er will halt, wenn er wissen will, ob das Spiel was für ihn ist, wissen, in welche Schublade er es packen kann, weil er hat halt eine Lieblingsschublade mit den schönen Socken und welche mit den kratzenden Wollsocken, die er nicht so gerne mag. Und er fragt halt, in welche Schublade er das halt eben stecken kann. Für mich ist zum Beispiel Souls eine eigene Schublade. So, wie Hack and Slay und sowas, deshalb sage ich Souls-like, weil es für mich eine eigene Schublade ist. Aber jetzt, Mutant ist für mich einfach ein Taktik-Rundenbasierendes. Da würde ich jetzt nicht sagen, es ist ein XCOM-Klon. Nee, no? Aber ich würde tatsächlich sagen, ohne dass ich es jetzt negativ meine, weil ich ja sagte, mir macht das Spiel super viel Spaß, es ist halt ein XCOM-like, weil ich spiele XCOM seit 1995, 96, seit dem ersten Teil auf dem Amiga und es hat sich halt sehr viel davon halt eben auch gerade jetzt von den neuen Adaptionen, die jetzt eben rausgekommen sind, halt eben angeschaut. Eben guck dir die Deckungssymbole an, was die volle Deckung, die halbe Deckung halt eben machen. Ein Zug gehen, 2 Züge sprinten, es hat halt wirklich sehr viel halt übernommen. Also das Ruleset oder das Regelwerk, wobei es eigentlich auf dem gleichnamigen Pen and Paper Mutant basiert, was aus Schweden kommt. Wobei ich das tatsächlich eher wenig sehe. Du hast es schon selber gesagt. Der ganze Anfang von diesem Quatsch ist Pen and Paper und ja, nicht klar. XCOM. Klar, aber das merkt man halt tatsächlich nicht. Also... weil es halt eben sie haben eben das Regelwerk von diesem Pen and Paper halt in dieses, ich nenne es mal X-comic-ige Gewand halt gepresst. Und ein Schild benutzen, ne? Also jetzt mal wirklich, Markus, ein halbes Schild und ein ganzes Schild benutzen hat XCOM auch nicht erfunden. Also nur mal so unter uns. Und es ist ein Symbol für Deckung. Was willst du da sonst hin machen? Einer, der eine Decke wedelt? Oder was für Deckung? Also jetzt mal wirklich. Oder Sprinten. Natürlich sind 2 Züge Sprinten. Das haben Leute schon 1800 schieß mich tot, währenddessen irgendwer Musik getrallert hat, wahrscheinlich in ihrem Dingsspiel gespielt. Also wirklich jetzt. Es ist halt, zumal... Zum Beispiel, das haben wir letztens auch gerade nachgeguckt, Jack the Lions kam im selben Jahr raus. Also das XCOM kam mit Jack the Lions im selben Jahr. Nur weil heute XCOM populär ist, heißt das ja nun nicht, dass XCOM der Dings ist dafür. Und bei Souls ja auch nicht. Vor Souls gab es ja auch Spiele so in die Richtung. Sie haben es nur perfektioniert. Ja, stimmt. Ja, ja. Das heißt ja nicht, dass diese Spiele... Okay, ich meine, wir sagen auch sehr oft Souls-like. Also wie gesagt, mich zum Beispiel jetzt gerade in dem Spiel wie Mutant, mich stört das bei manchen Spielen, stört mich das nicht. Aber gerade bei Mutant hat mich das sehr gestört, weil es wirklich ein komplett eigener Ansatz war. So. Und es war für sich selber, ich meine, du hast es ja gespielt, für sich selber es hat einen verzaubert. Und es hat nichts mit XCOM zu tun. Nix. Außer, dass es rundenbasiert ist. Und das ist immer so... Auf der anderen Seite, das, was du gesagt hast, Markus, stimmt auch mit dem Schubladendenken. Da hast du wahrscheinlich recht. So, da denke ich halt nicht drüber nach. Ich packe halt nichts irgendwie so. Dafür lese ich, was Steam unten in die Text schreibt. Im Chat haben übrigens gerade Leute geschrieben, so ein neues Kommandos wäre auch geil, ne? Shadow Tactics, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Ein neues stimmt. Kommandos wurde doch von THQ Nordic auf der Gamescom angekündigt. Kommt doch nächstes Jahr. Ja, aber Shadow Tactics ist schon draußen seit einem Jahr. Und manchmal auch kostenlos auf diversen Launchern. Ja, Shadow Tactics ist echt gut. Hat mir auch gefallen. Ich habe es nur leider nicht durchgespielt. Ja, nicht. Noch nicht. Ja, das stimmt. Man hat Klon, also wenn zu mir jemand sagt, das ist ein Klon, heißt das für mich, warum spielst du das, wenn du doch das Bessere davor spielen könntest? Das ist, ich finde nicht, dass es positiv klingt. Ja, bei Klon gebe ich dir recht, bei Klon klingt nach billige Kopie. Deswegen mag ich tatsächlich eher diesen Like-Begriff, auch wenn er mittlerweile inflationär halt benutzt wird. Ja, hier, bei uns auf jeden Fall. Wir haben ja für alles einen Like. Ja, nun. Weiß nicht. Vielleicht ist das doch gerade nur, vielleicht habe ich gerade meine Periode und die geht 4 Wochen oder so. Ich bin da gerade ein bisschen sensibel bei sowas. Nee, es ist halt einfacher, wenn die Leute fragen, an was erinnert es. Ne? Mit was könnte man es, wenn du es spielst, an was denkst du dabei? Ja, an Spyro denke ich dabei und hüpfe da so rum. Ja, es ist halt manchmal schwierig. Bei Darksiders ist oft da, dass ich sage, es erinnert mich halt schon so ein bisschen. Da stirbst du auf den ganzen Weg wieder, kannst deine Seelen einsammeln, die Bosse. Es ist schon, es erinnert daran. Dass das wiederum dann von, was war das damals auf PlayStation 2? Koloss. Oh, ich muss mich korrigieren, Chat hat recht. Es war nicht Commandos 3, sondern Desperados 3. Sorry. Sorry. Ja, da hatte der Chat recht. Die beiden habe ich jetzt durcheinander gehauen. THQ hat Desperados 3 angekündigt auf der Gamescom. Nicht Commandos 3. Sorry. Haben Faden verloren. Du hast von irgendeinem PlayStation 2 Lager. Ah, hier, Shadow of the Colossus. Na, so. Ja. Komm jetzt. Was? Als Urding für die Souls-Bosskämpfe. Bilder. Stimmt. Stimmt, jetzt wo du es so sagst. Ja. Stimmt. Alles Zelda-like. Am Ende, Freunde der Sonne, haben alle von Pong kopiert. So sieht's aus. Pong ist das Ein und Alles. Und alle haben von Pong kopiert, selbst die Grafik. Sie haben nur ein bisschen mehr Würfel dran gepackt. Denk mal drüber nach. So. Was haben wir denn noch auf dem Zettel für diesen Monat? Also ich bin durch. Ich hatte nicht mehr. Ja, wir hatten Just Cause, wir hatten Mutant Year Zero. Im Endeffekt Subnautica hatte Sally schon am Anfang für die Konsole. Ja. Das werde ich von den Spielen, die diesen Monat rausgekommen sind, oder? Na, Slappy kann da noch. Na, Slappy hat ja noch, genau. Genau. Das ist, glaube ich, das letzte dann. Ach so, dann noch Spiele, die... Ach so, okay, ja, jetzt war ich komplett weg. Nö, ich habe noch ein paar. Na dann. Zum Beispiel Gris oder Gris oder wie das heißt. Das sieht hübsch aus. Das ist, ich glaube, ich brauche nicht mehr zu sagen, als es ist ein zweidimensionales Journey. Und das war's. Und es sieht sehr schön aus, sehr schön gezeichnet. Sieht sehr atmosphärisch aus, genauso wie Journey, nur dass es eben zweidimensional ist. Und das reicht mir schon. Gris, nicht Grease. Wartet, ohne Tanzen. Link dazu. Ohne Tanzen. Oha. Das war gemeint. Ja. Da bin ich gespannt. Also auf den Bildern und auf den Videos sieht das sehr gut aus. Spiel habe ich jetzt mir nicht angeguckt. Ich habe nur den Anfang des Spiels gesehen, man rutscht so Sand runter, genauso wie in Journey. Sieht halt hübsch aus. Man rutscht halt Sand runter. Genau. Und ich liebe Journey. Journey kommt übrigens auch für den PC. Echt? Wurde angekündigt. Wahrscheinlich im Epic Launcher. Und dann natürlich, achso, im Moment, genau, Forza Horizon 4 bekommt ein DLC. Ich hätte es mir jetzt nicht gekauft, aber ich habe es mir schon gekauft, also werde ich es wahrscheinlich auch spielen. Ah, okay. das Fortune Island DLC. Ja, gucke ich mir mal an, ne? Also kommt eine komplett neue Insel dazu. Und dann ist schön, dass das Spiel noch ein bisschen Content bekommt. Mal gucken, ob es jetzt diesmal auch mehr Content hat als, also mehr Endgame-Content hat als das Grundspiel. Dass es mich auch vielleicht zum erneuten Spielen mit abholt. Driften, Alter, nur Driften. Ach, Driften. Was? Hast du gerade 8 Driften gesagt? Ich hasse Driften. Echt? Ja, einziges Spiel, wo mir Driften Spaß gemacht hat, war hier Dirt 3, das mit dem Gymkhana. Da musste man diese Gymkhana-Strecken rumfahren. Das hat mir halt, hätte Forza Horizon 4 eine Gymkhana, wie heißt das? So ein Bereich, wo man dann auch nicht nur driftet, sondern halt eben auch die Punkte holt, mit Sachen, so durch so Parcours und so durchdriften und mit Springen, dann hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber dafür war die Steuerung auch, fand ich jetzt nicht so gut. In Forza? Also, nein, extra fürs Driften. Ich habe das nicht so gecheckt in Forza mit dem Driften. Also ich sag mal, es hat Spaß gemacht. Ich habe lieber gedriftet als alles andere. Ich habe alles durchgespielt. Also alle 4 großen Events habe ich durchgezockt. Und dann hat mir halt irgendwas gefehlt. Ich wollte sogar ein bisschen im Online-Modus spielen, aber der war ja... Ah, da haben wir ja schon drüber geredet, der war kacke. Wo du gerade Gymkhana gesagt hast, die Folge 10 ist draußen bei Amazon. Kann man sich in der letzten Folge zu Gymkhana Files, glaube ich, heißen die. Gibt es eine ganze Serie zur Erstellung dieses Videos. Kann man in der letzten Folge ab 34 Minuten oder so, kann man Gymkhana 10 sehen. Für die Leute, die das eventuell interessiert, was Ken Block mit Autos machen kann. Amazon Prime übrigens. Braucht ihr dafür. Das ist immer noch die gleiche Serie, die sie damals bei YouTube gestartet haben? Ja, die 10. Ausgabe. Ah. Und so wie es aussieht, ist Ken Block wohl ausgestiegen. Es kam nämlich jemand von Nitro Circus mit dem Moped übers Feld ange... Oh. Hard Spoiler. Upsi, sorry. Ja, guckt euch das an, wenn euch das interessiert. Ja. Genau. Und dann natürlich Smash. Smash, Smash. Smash, Smash. Darf ich dazu gleich was sagen? Sag mal gleich was dazu. Ich kann mir das nicht anschauen. Ich auch nicht. Ich krieg da Kopfschmerzen. Ich auch. Das ist so ein... Also allgemein, Markus, bei diesem Update ja viel ab. Was? Aber Smash warst du gerade so... im Smash-Universum? Ja. Okay, gut. Ich bin kein Beat'em-up-Mensch, also... Ich auch nicht! Ich hasse Beat'em-up! Jedes Mal, wenn ich mich irgendwie vor Tekken oder Mortal Kombat... Obwohl, Mortal Kombat war lustig. Und da habe ich immer diese Finisher-Moves gelernt, so mit dicke Arme rausreißen und so. Aber sonst, Beat'em-ups fand ich auch immer total kacke. Aber Smash ist halt noch was anderes. Es ist von Nintendo und ich muss alles kaufen, was Nintendo macht für 70€. Woo! Mann, die ersten Street Fighter waren auch auf dem Super Nintendo und da habe ich die auch nicht toll gefunden. Also das ist halt anders. Das ist doch okay, Slabby. Dieses Spiel ist ein komplettes Videospielemuseum. So. Jeder verkackte Charakter, der in den letzten 30 Jahren irgendwas in der Videospielewelt bedeutet hat, außer Kratos, ist in diesem Spiel drin. Außer Kratos? Ich erinnere an die E3-Präsentation. Oder vielleicht kommt er noch, weil, ich meine, selbst von Persona 5, der Hauptcharakter, wird jetzt nachgelegt in Smash. So. Wie viele Charaktere gibt es denn? Ich habe keine Ahnung, 70? Also, ja, oder so, ich weiß es nicht. Es sind unfassbar viele spielbare und dann haben sie nicht nur die spielbaren, sondern dann haben sie noch dieses gesamte Spirit-System, wo du dir dann halt mit anderen Charakteren noch aus anderen Spielen und aus den gleichen Spielen nochmal dich irgendwie buffen kannst. Und jeder Spirit kommt dann mit extra Buffs, wo du dann halt ein bisschen besser den Einschlag machen kannst oder... bisschen besser gegen Erdbeben geschützt bist oder sowas. Und was die da einfach... Alles. Ich glaube, selbst der Pong-Balken ist in diesem Spiel mit drin. Ich habe gerade gesucht, ich habe es nicht gefunden, aber irgendjemand auf Twitter meinte, der ist doch als Spirit mit drin, der Pong-Balken. Also, Keine Ahnung. Nicht nur der Wii Trainer, das verdammte Wii Training Brett ist als Spirit mit drin. Das Brett, auf dem man stand beim Wii Trainer. Also, keine Ahnung. Ist das denn gut balanced? Ja, da fragst du den Falschen. Keine Ahnung, ich spiele mit Link diese Story durch. Und ich muss ganz im Ernst sagen, mich interessiert das Multiplayer nicht. Ich habe gehört, der Online-Modus soll totaler Dreck sein. Irgendwie, dass man nicht mal seine eigenen Regeln einstellen darf. Oder wenn man sie einstellt, dann wird das trotzdem über Nintendo. Ne? Online-Modi und so bei Nintendo sind halt, naja, kann man nicht viel erwarten. Aber der Singleplayer macht wirklich Spaß. Also dieses Adventure-Mode, wo du halt über die Map rumläufst und dann jedes Mal gegen so einen Spirit kämpfst, dann schaltest du den halt frei. Da gibt es halt primäre Spirits. Es gibt sekundäre Spirits, die du dann freischaltest. Dann schaltest du die ganzen einzelnen Charaktere, mit denen du selber auch kämpfen kannst, frei. Und das ist halt wirklich gut gemacht. Sie haben sich für jeden Kampf, und ich weiß nicht, wie viele Kämpfe das sind, also 400, 500 vielleicht, so grob geschätzt, an Kämpfen, die da drin sind. Und jeder einzelne Charakter hat seinen eigenen Kampf, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu ihm passt. Und man kriegt halt wirklich diese Abwechslung da rein. Es ist nicht nur einfach die ganzen Charaktere, die sie sich ausgedacht haben, draufgeklatscht und dann musst du da durch so ein Labyrinth laufen, sondern ja, also mir macht's Spaß. Mir macht's wirklich Spaß. Und ich bin kein Beat'em-Up-Freund. Das letzte Smash, was ich gespielt habe, war auf dem N64. So, und da war ich so gut, dass ich wenigstens die Combo drücken konnte, dass ich wieder irgendwie, wenn ich ganz unten war, doch noch irgendwie nach oben kam und mich an der Dings festhalten konnte, an der Kante. Danach auf dem Gamecube hatte ich's, hab's nicht so gemocht, ehrlich gesagt, obwohl es als das Beste gilt. Ich glaube, Melee. Auf der Wii hatte ich's, das Brawl habe ich auch nicht wirklich gemocht, war auch super schnell langweilig. Und Wii U hatte, glaube ich, keins, oder? Oder vielleicht hatte es irgendwie ein Brawl U oder so. Keine Ahnung. Aber das ist richtig gut. Und die haben einfach wirklich alles reingeklatscht. Ich bin durch du kannst halt für jede Stage, und von den Stages gibt es auch unfassbar viele, kannst du einstellen, wie häufig die einzelnen Lieder, die Soundtracks, die sie da reingepackt haben, wie häufig die vorkommen, wenn du auf so einer Stage landest. Und es gibt halt Super Mario Stages, da gibt es 40 Lieder aus der Super Mario Welt, dann gibt's, 70 Lieder aus der Super Mario Welt, 40 Lieder aus der Zelda-Welt. Dann gibt's Sonic Stages, wo sie teilweise Lieder aus dem allerersten oder aus dem zweiten Sonic mit reingenommen haben, vom Sega Mega Drive, weil Sonic ist ja auch ein spielbarer Charakter und so weiter. Also du hast da wirklich komplett, das ist wie Videospiele. Nicht nur Nintendo. Selbst Snake ist halt da mit drin. So als Charakter. Das ist wie Videospiele. Ich würde es ehrlich gesagt, kaufen. Schon allein, weil sie sich die Mühe gemacht haben und das da alles reingeballert haben. Ja. Also. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel reden, aber mir macht Spaß. Also kauft ihr mal meinen Reflink. Ja, genau, Snack, das Handyspiel. Das wäre nice, wenn sie von Nokia die Lizenz bekommen hätten. Nein, Mann. Solid Snake. Schön so ein Handy oben über dich fliegen lassen, so. Ah, nice. Schön. Ich habe letztens gerade meine Switch mal wieder angehabt. Akku war alle. Hat denn keiner von euch hier Pokémon Go, Pokémon Dingsbums gespielt? Ich hab's, aber ich hab davon geträumt. Ich besitze keine Switch und ich habe davon geträumt, dass ich es spiele. Das ist, das sieht schon hübsch aus. Es ist halt ein Remaster, ne, vom ersten. Also und? Mehr oder weniger. Das sieht hübsch aus. Ja. Das erste war das einzige, was ich jemals durchgespielt habe. Das erste Pokémon. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Pokémon gespielt. Na, dann ist es so. Also ich werde es auch nicht spielen, weil es ist halt dieses rundenbasierte Kampfsystem mehr oder weniger. Ein bisschen für Pokémon halt abgeändert, aber selbst ein unfassbar gutes Spiel wie Octopath Traveler konnte ich nicht länger als 2 Stunden spielen, weil dieses Kampfsystem Dieses typische JRPG-Kampfsystem macht mir eben keinen Spaß. First Tree ist das mit dem Fuchs, ne, Patzmann? Doch. Aber das ist jetzt nicht so meins. Aber es ist schon alt, First Tree. Habe ich auch nicht auf meiner Liste. Was ich auf meiner Liste noch habe, ist The Long Journey Home. Das erscheint nämlich jetzt für PlayStation. Andi! Und das ist vom Andi. Hol mal einen Key. Und ich habe das damals gesehen und fand das sehr spannend. Und das ist was, wo ich unbedingt reinschauen möchte. Hat das jemand von euch schon gespielt? Ja. Ist sie auch? Nee. War das ein... Ach, nee? Nee, ich bin zwar sehr gut mit Andi befreundet, aber so gut dann auch nicht. Ah, okay, verstehe. Ja, so habe ich damals Andi kennengelernt. Echt? Der kam nämlich in den Stream, wo ich es halt gespielt habe, und ich hätte ihn fast weggebannt, weil er einfach nur am Backseat nur Trollen war. Und ich das halt eben nicht mag, wenn ich halt ein Spiel das erste Mal spiele, wenn halt eben sofort Leute halt eben dann halt sich mit Tipps oder so dann halt eben zu weit aus dem Fenster legen. Er kann da nicht an sich halten, aber das hat er nicht so gemeint. Ja, mittlerweile kennen wir uns ja, von daher alles gut. Ich mag halt Sci-Fi, deswegen bin ich halt eben darauf aufmerksam geworden. Es ist im Endeffekt so ein bisschen wie Faster Than Light mit schönerer Grafik halt. Ziel ist es halt eben, den Weg nach Hause halt zu finden. Und es gibt halt eben so Events, wo du dich halt für irgendwas entscheiden musst. Und du kennst den Ausgang halt eben nicht, die den Spielausgang beeinflussen. Es ist Roguelite, das heißt, wenn du wirklich stirbst, musst du wieder von vorne anfangen. Das Einzige, was du wirklich mitnimmst, ist das Wissen, wie du es beim nächsten Mal besser machen kannst. Ich fand ein bisschen, ich habe es eben mal auf dem PC gespielt. Ich überlege, ob ich es gerade mit Maus, Keyboard oder mit Gamepad gespielt habe. Ich fand tatsächlich so ein bisschen, weil du halt, wie du auf den Screenshots hier siehst, du fliegst das Raumschiff und je nachdem, wie gut du es fliegst, brauchst du halt eben weniger Treibstoff oder mehr. Ich hatte da irgendwie kein Gefühl von und bin irgendwie aus diesen komischen Loop-Schleifen um die Planeten halt geschossen, habe so viel Treibstoff verbraten wie gar nichts mehr. Auf dem Planeten selbst musst du dann halt versuchen zu landen, beziehungsweise Dinge einzusammeln an Ressourcen. Das ist mir auch relativ schwer gefallen. Also das heißt, es hat eben schon eine Lernkurve, dass du dich halt erstmal daran gewöhnen musst, das Ding halt eben zu fliegen. Aber ansonsten ist es ein ziemlich cooles Spiel. Ja, da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Mich hat es irgendwie ein bisschen verloren, weil ich nicht genau wusste, was das Spiel überhaupt sein möchte. Muss ich zugeben. Also ich war, nachdem ich das 8 Stunden gespielt habe, habe ich nicht so wirklich, also ich habe da gesessen und ich hatte zwar Spaß, aber irgendwie wusste ich auch nicht, worauf das überhaupt hinausläuft. Also ob es jetzt ein Adventure ist, so ein, ich weiß nicht, so ein nicht Point-and-Click-Adventure, aber so ein Story. Ja genau, so ein Text-Adventure mit einer leichten grafischen Ummantelung. Genau. So das Gefühl hatte ich eher bei dem Spiel. Das habe ich auch. Also ja, das trifft auch ganz gut. So ein, zwei Sachen, die ich gesehen habe. Ich habe den Stream von Andi damals gesehen und es wirkte eben, und ich mag so Text-Adventure gerne. Ich musste dann an dieses 60 Past Seconds denken, was ja auch Parsec, was ja eigentlich auch mit Permadeath und dem Ganzen ist, und du findest peu à peu raus, wie du zurechtkommst. Und ich mag sowas sehr gerne. Also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Freue mich drauf. Ja. Ja. Die Schnute. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich sagen, für Dizzy, glaube ich, ist es nichts. Nur so ein Tipp ins Blaue, ja. Deswegen spiele ich das ja nicht. Ja, es klang so, so, als ob du überlegst, ob du doch wolltest. Nee. Deswegen sage ich ja, ich mag Andi sehr gerne, aber so sehr dann auch nicht. Ich habe jetzt noch 2 Sachen, die sind mir eingefallen. Können wir dann, wenn ihr nichts mehr habt, auch vielleicht... Doch, ich habe noch was. Ich wollte abwechseln. Gut, dann mach. Nee, du kannst jetzt und dann komm weil, ich mit Monster Boy um die Ecke. Bei mir wäre schon fast eine Überleitung dann zu den Game Awards. Oh mein Gott, ich habe noch Monster Boy auf. Das hatte ich letzten Monat schon auf meiner Liste. Können wir eigentlich mal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die wichtigste News EU droppen? Wir haben noch überhaupt gar nicht darüber gesprochen. Von der Sonne, ihr könnt alle 83 Folgen vom Plankenschnack jetzt bei Spotify hören. Haben wir doch gar nichts zu gesagt. Also, kostenlos, richtig. Ohne extra Monetas. Also falls ihr das hier konsumieren wollt. Auch im Januar. Auto und auch im Januar oder im Dezember 2019 könnt ihr das jetzt tun bei Spotify. Nur mal so, falls ihr das habt. Und jetzt du, Entschuldigung. Monster Boy. Letzten Monat schon auf der Liste gehabt. Habe ich selber noch nicht gespielt. Es ist ein Sidecrawler Jump and Run. Man hat verschiedene Fähigkeiten. Ich glaube, man kann sich insgesamt in 5 verschiedene Wesen verwandeln. Und es sieht so unglaublich toll aus. Ich habe da die Bilder gesehen und ich so, oh, da spricht mein Kinderherz sofort an. Es sieht unglaublich hübsch aus. Also, ist etwas, was ich mir unbedingt anschauen möchte. Selber habe ich gar nicht so im Monster Boy-Universum gar nicht so den Fuß drin. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus. Aber es hat mich einfach allein vom Optischen so sehr angesprochen, dass ich gesagt habe, jupp, das gucke ich mir an. Weiß ich gar nicht, wo es das überall gibt. Ich gucke ja immer nur nach der Konsole. Oh, ich finde das so schön. Ja, das stimmt. Es ist so hübsch. Aber da werde ich dann erstmal bei dir halt reinschauen, ob das für mich ist, weil ich habe halt 0 Platforming-Skills. Ja, deswegen da muss ich erstmal ein bisschen was von sehen. Wenn es dann halt eben Windows, nicht so viel Platforming Nintendo, ist. Switch, PlayStation, Xbox. Läuft. Plattforming. Ja, das liegt dir nicht so, ne? Gar nicht. Hm. Leider liegt gar nicht. Das ist auch wirklich das, wo ich komischerweise, ich weiß nicht warum, weil ich mich ärgere, dass ich es halt nicht kann, dann wirklich salty werde, weil ich mich echt darüber ärgere, dass ich halt diese pixelgenauen Jumps irgendwie oder Skill-Jumps, wo du 2-, 3-mal Wall-Jump kombinieren musst, dass ich das nicht hinkriege. Und da werde ich dann richtig sauer. Und deswegen kann ich es halt nicht spielen im Stream. Also es hat mich einfach alleine das Aussehen hat mich dazu bewogen, zu sagen, das gucke ich mir genauer an. Ja, vielleicht ist es sau schwer und ich komme überhaupt nicht weit. Wollte ich gerade nämlich sagen, wenn du nach hübsch gehst, Hollow Knight ist jetzt ja mittlerweile eben auch auf der PS4 draußen, ne? Das habe ich mir schon zu viel angeschaut, danke, nein. Das ist auch so unglaublich schön und ich kann es halt nicht spielen. Das sieht voll schwer aus. Es ist schwer, also zumindest für mich. Aber ein sehr hübsches Spiel. Es ist auch für mich schwer, also es ist schwer. Echt? Oh, slabbyst du mich gut in Jump'n'Runs? Das war jetzt extra... Als extra hochnäsig. Nein, es ist schwer, tatsächlich. Wow. Slappy, ey. Mann. Wow. Ich muss aber zugeben, dass ich mich da so schon so ein bisschen überschaut habe. Ja, gut. Also ich habe das in so vielen Streams gesehen. Das ist wie, und es ist unglaublich schön, Ori. Ori ist ein wirklich schönes Spiel. Aber ich habe das schon so oft gesehen. Ach ja, stimmt, ja. Gib Ruhe. Kann nicht jeder der sehe ich heute übrigens auch ein bisschen anders. Würde mich stören, finde ich trotzdem schön. Ja, weil, und jetzt kommt's, damals waren wir noch nicht so verschissen. Heute wäre das schon eins der grandiosesten Spiele überhaupt, weil so viel Schrott rauskommt. Ist ein gutes. Aber ich habe zu viel gesehen davon, als dass ich noch die Lust verspüre, es selbst zu spielen. Gibt es wäre ein guter Charakter für Smash. Und eine gute Map mit Musik von O. Oh. Ich schreibe mal gleich Sakurai. Schreib mal. Hm. Per Twitter, PM oder was? Nee, nee, WhatsApp. Oh. Privaten Snapchat. Das ist halt was ich absolut noch auf meiner Liste habe. Letzten Monat schon und jetzt diesen Monat erscheint es, oder ist es erschienen? Dann haben wir heute den 9. Das gucke ich mir an. So, und somit ist mein Dezember los. Hat sich irgendjemand von euch die, ach Mann. Wie heißt das? Epic Game Launcher Exclusives angeguckt? Da wollte ich gerade drauf hin. Ah, okay. Ja. Weil das kam ja mehr oder minder während jetzt der Game Awards, haben sie das ja rausgeknallt. Epic, bekannt für die Unreal Engine. Nebenbei machen sie ja auch irgendwie so ein, naja, mehr oder minder erfolgreiches anderes Spiel, was, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja, auf jeden Fall wollen die jetzt ihren eigenen Store halt promoten, um da ein bisschen mehr Erfolg halt reinzubekommen. Und sie locken halt die Entwickler damit hin, dass sie halt bessere Cuts bekommen als zum Beispiel bei Steam. Deswegen sollen Entwickler halt eben publishen. Und da haben sie direkt jetzt während der Game Awards auch 2 Games halt angekündigt und rausgeknallt. Das eine, was ich halt interessant finde, ist Hades. Geht in den Early Access über den Store und ist das neue Spiel von Supergiant Games, den Machern von Bastion, Transistor bzw. Pyre, was alles 3 sehr coole Spiele waren, vor allen Dingen, weil sie einen sehr, sehr guten Soundtrack haben. Die gibt es sogar auf Vinyl, kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören. Auf Spotify? Ja, oder Spotify, whatever. Ja, das ist in Early Access gegangen und macht so ein bisschen den Eindruck von einer Mischung aus Dead Cells und Sundered, wenn man das so sagen darf. Halt so ein bisschen Hack and Slay, Roguelite-Elemente mit Permadeath. Ich habe noch nicht reingeguckt, bin ich noch nicht zugekommen, genauso wie das zweite Spiel, was ich gleich sage. Aber ich fand es halt schon mal super interessant. Ein bisschen schade, weil aus der Faulheit gesagt, ich hätte es gerne alles an einem Platz, Steam, aber realistisch betrachtet muss man sagen, es ist nicht gut, wenn Steam ein Monopol hat auf einem Game Store, weil sie sonst machen können, was sie wollen. Also eigentlich ist es auch gut für uns, dass es vielleicht doch mehr Stores gibt. Also da bin ich auch hin und her gerissen. Hat es einer von euch auf dem Radar getestet, gespielt? Ich muss persönlich sagen, ich habe noch nie ein, wie heißen die, Supergiant? Supergiant Games? So heißen die, ne? Der Entwickler? Das? Ja. Bitte? Supergiant Games ja, heißen die, genau. Ne? Genau. Ich habe noch nie ein Spiel von denen durchgespielt. Ich habe sie alle angefangen. Ich habe es nie durch... Ich weiß nicht, warum. Sie verlieren mich irgendwann. Bastion war das, was ich am längsten gespielt habe. Und die anderen beiden, die jetzt hier... das mit der Sängerin, die dann stumm geworden ist. Habe ich jetzt den Namen vergessen? Ja, genau. Mir fällt es auch gerade nicht ein. Ich vergesse die Namen immer. Und jetzt Spire oder Pyre hieß das, genau. Habe ich auch nicht durchgespielt. Das hat mich sowieso total verwirrt. Ich dachte, ich kriege jetzt so ein Supergiant Story Game und zock endlich mal eins durch und dann soll ich Fußball spielen. Ja, das war doch das Geile. Das war Story-Fußball. Ja, das war voll gut. Ja, aber es hat mich trotzdem dann irgendwie verwirrt. Und außerdem, ich fand, es war so, es ging so los und dann ging es so weiter. So, es ist immer noch hier oben geblieben, aber es ging halt nicht mehr weiter hoch. So, weißt du, wie ich meine? Bei Pyre. Und dann war ich irgendwie bei 50% und irgendwie hatte ich dann keinen Bock mehr weiterzuspielen, weil es hat sich immer nur noch wiederholt und der Game Loop war dann zu lang. Aber ich bin nur nitpicky, also ich bin nur, weiß ich nicht. Bastion fand ich sehr schön. Das habe ich durchgespielt. Aber die Soundtracks in allen 3 Spielen, meine Güte, also die höre ich immer. So, das ist traumhaft. Ja. Und der Mr. Anderswo sagt es auch gerade, tatsächlich locken sie halt eben nicht nur die Entwickler durch einen besseren Cut, also durch 18% mehr, sondern auch tatsächlich uns Spieler, weil es gibt jetzt die nächsten Wochen halt kostenlose Spiele im Epic Store, wenn man sich da halt eben anmeldet und die dann einfach in den Warenkorb legt, unter anderem Subnautica, kostenlos, und Super Meat Boy, ich weiß nicht welche Version, aber irgendeine, keine Ahnung, die gibt es halt eben auch. Plus sie haben noch ein zweites Spiel, wohl relativ spontan dann auch reinbekommen. Und zwar war das Ashen, was halt schon lange als Microsoft Exclusive eigentlich angekündigt war für die Xbox und für den Windows 10 Store, war plötzlich als erstes im Epic Store für 39,99 € und ist mehr oder minder ein Souls-like, was allerdings tatsächlich auch sehr gute Kritiken bekommen hat. Wenn ich jetzt so die Reviews sehe, ist es im hohen 80er, sogar teils 90er Bereich. Ich selbst habe es noch nicht gespielt, gerade wegen dem Epic Store. Nicht, dass ich mich da versträube, weil ich habe schon gesagt, eigentlich ist es ja gut, dass es woanders mal ist, außer Steam. Konkurrenz belebt das Geschäft, dass sich einer nicht alles erlauben kann. Ist aber trotzdem ein bisschen komisch gelaufen. Es sollte ja direkt in den Game Pass kommen. Ich glaube, mittlerweile im Game Pass für die Xbox ist es drin. Im Windows 10 Store ist es aber noch nicht. Andere Plattformen sind erstmal nicht angedacht, sollen aber irgendwann vielleicht folgen. Ich würde es natürlich am liebsten auf der PlayStation 4 halt spielen. Aber wahrscheinlich werde ich es mir dann doch im Epic Store halt, holen und vielleicht sogar nächste Woche mal in Ashen reingucken, weil gerade die ganzen großen Souls-Liebhaber haben es mittlerweile gespielt, sei es jetzt ein Lobos Junior unter anderem, die haben es mittlerweile eben auch gespielt und da sah es halt eben nicht schlecht aus. Also Ashen erinnert mich sehr an Absolver. Ja, tatsächlich so eine Mischung Absolver vom Grafikstil her, genau. Mit halt in so einem Dark Souls-ähnlichen Gerüst halt gepresst. Also ja, war Absolver nicht auch irgendwie so ein... Also es wollte so ein bisschen in die Richtung. Nur ja, halt aber eben war eher Multiplayer, glaube ich, ne? Oder? Absolver. Ja, genau. In diesem gezwungenen Multiplayer, der dann irgendwie komisch funktioniert hat und mal ja, mal nein. Und ich habe eben damals auch Absolver gespielt, direkt am Anfang. Ich glaube, ich hatte sogar noch eine Kopie, die vorm Release schon losging. Das hat mich ganz, ganz böse enttäuscht damals, weil... Ja, das gab es jetzt ja im PlayStation Plus. Ich habe bis jetzt noch nicht reingeguckt. Das gab es ja für alle PS Plus-Leute irgendwann mal umsonst. Mhm. Muss es mal irgendwann installieren. Ich bin persönlich auch kein Fan von dieser ganz, ganz krassen Low-Poly-Optik, muss ich zugeben. Also, die stört mich nicht. Also von daher, das würde ich jetzt nicht als Negativpunkt auswerten. Wenn halt der Comet, das war nämlich das, was ich dann gesehen habe, dass er halt ein bisschen langsam ist. Aber jetzt kann ich halt eben nicht viel zu sagen, weil ich selbst nicht gespielt habe. Das waren so halt die Spiele, womit halt eben Epic dann jetzt eben halt punkten möchte in ihrem Store und den halt eben weiter ausbauen wollen. Tatsächlich, wer ihn jetzt nutzt, aufgrund des EU-Rechts Spiele können und dürfen und müssen zurückgegeben werden können. Das heißt, es ist im Moment keine Auto-Refund-Funktion wie bei Steam, dass man einfach einen Knopf drückt und sagt, ich will Kohle zurückhaben. Ihr kriegt das Geld zurück, wenn ihr den Kontakt bzw. den Support anschreibt. Also auch das ist möglich, weil es durch die Gesetzgebung halt sein muss. Ist halt alles im Moment nur noch ein bisschen aufwendiger, bis die Auto-Refund-Optionen irgendwann mal reingepatcht werden. Übrigens, Satisfactory wird jetzt auch exklusiv da verkauft werden. Das kam dann auch noch dazu. Das ist zum Beispiel ein Spiel, auf das ich mich extremst freue. Dauert wahrscheinlich noch, bis es im Early Access rauskommt. Aber das ist jetzt ein Beispiel für eben ein Early Access-Spiel. Beziehungsweise in dem Moment, Hades kommt, ist ja auch ein Early Access-Spiel. Ne? Das heißt, die Funktionalität haben sie auch direkt mit reingenommen. Die Frage ist natürlich, wie gut sie jetzt gegen Steam vorankommen in Sachen Multiplayer, weil Steam hat ja ein riesengroßes und ein ewig altes Backend in Multiplayer-Sachen halt. Also, ne, das war ja der Grund, warum damals unter anderem Steam gelauncht wurde überhaupt, damit eben Counter-Strike Source war das, glaube ich, eben alles über diesen einen Launcher laufen konnte. Das heißt, wenn jetzt ein Spieleentwickler sich überlegt, komm, ich mache jetzt ein Multiplayer-Spiel für einen PC, hat Steam schon alles. Die müssen das nur noch übernehmen und ihre Engine irgendwie da drauf packen, dass das mit der API zusammenläuft. Ob jetzt der Epic Games Launcher auch sowas hat, ich meine, klar haben die jetzt eine Multiplayer-Geschichte mit Fortnite, aber ach ja, so ist das Spiel, was ich gerade meinte, verdammt. Ist mir entfallen. Genau. Aber ob das jetzt sich auf die anderen Spiele übertragen lässt, ob die da ranlassen, inklusive Engine und ich denke mal, mit einer Unreal Engine wird das kein Problem sein, aber wenn jetzt Spiele mit einer anderen Engine geschrieben sind, ob das dann so gut geht, da muss sich der Launcher selbst noch beweisen. Also da würde ich auch erstmal abwarten, ob das jetzt wirklich auch für ja, aber man sieht halt den Trend, dass halt viele Entwickler, Publisher, nicht mehr bei Steam publishen wollen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, zum Beispiel auch Rage 2 wird nächstes Jahr für den PC auch nur über den Bethesda-Launcher halt kommen und nicht mehr über Steam. Also das heißt, sei es jetzt die Spiele von Activision, übers Blizzard Battle.net, Uplay, Origins, dann hast du Bethesda, dann hast du Epic. Also ich glaube, für viele hat es anscheinend Steam überreizt, dass sie da nicht mehr mitarbeiten wollen. Nee, weil sie mehr Geld wollen und den Cut nicht mehr zahlen. Und jetzt macht jeder Hoshi seinen eigenen Scheiß auf. Das ist genauso wie Kack Disney, die ihren eigenen Scheiß Video-on-Demand-Dienst aufmachen. Naja gut, aber da brauchst du keine 5 Euro im Monat zu bezahlen, damit du die Spiele spielen kannst. Du lädst einfach kostenlos runter und fertig ist. Das ist natürlich kacke, dass das nicht alles in einer Bibliothek ist, aber es ist doch schön, wenn Steam eben dann auch Konkurrenz bekommt. Aber wie gesagt, natürlich, Steam hat eine jahrelange Expertise so. Da muss ein Epic auch erstmal hinkommen. Klar, Epic kennt sich auch aus, aber ob es jetzt wirklich an Steam-Level kommt, das muss sich dann zeigen. Vielleicht sehen wir dann in einem Jahr, dass alle wieder zurück zu Steam gegangen sind, weil Epic es total verhauen hat. Im Sinne von Uplay oder so. Oder Twitch, Discord, Origin, wen wollen wir denn alles noch? Bethesda. Naja gut, Bethesda hat es nur gemacht, damit keine Steam-Reviews über Fallout 76 reinkommen. So. Lasst uns nicht überfordern. Slappy, mach's mir nicht schwerer, als es ist, okay? Wir werden gleich sowieso nochmal über Fallout 76 reden, wenn wir über das eine Spiel da reden. Aber gut, ja. Was? Ach so. Also ganz ehrlich, ich bin ja auch so der Meinung, dass das wichtig ist, dass es kein Der GOG-Launcher ist übrigens sehr schön. Und das sage ich nicht, weil ich nur von GOG gesponsert bin. Der GOG-Launcher ist wirklich schön. Einfach. Super easy. Ist eigentlich auch von Iron Man gesponsert? Warum? Nee, aber warte kurz. Holt er jetzt seine Bettwäsche? Als Cape. Also sein Cape. Oder er zieht den Iron Man Anzug an. Also ja, genau. Hashtag Werbung. Richtig. Ja, Entschuldigung. So. Wir müssen das ja alles ordentlich machen hier. Ich wollte natürlich keinen im Regen stehen lassen. Ich weiß nicht, also ich habe mit Epic sowieso noch so ein Hühnchen zu rupfen wegen Fortnite. Das, also mit dem Spiel, was sie damals als Early Access verkauft haben. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob ich den Laden mag oder nicht. Ja, vor allem haben sie es tatsächlich sogar, das sage ich jetzt mal aus Sicht der Sony-Brille, haben sie es geschafft, einen Early Access-Titel auf die PlayStation zu bringen. Bemerkenswert. Ark hat es zum Beispiel nicht geschafft. Ark wurde abgelehnt, weil sie es einfach quasi als Retail Early Access verkauft haben. Mara, da sitzen Menschen dahinter, die schon seit Jahrtausenden in der Gaming-Industrie sind. Was meinst du, wie mächtig die sind? Was meint ihr? Also, denk mal ganz kurz darüber nach, wer alles Unreal Engine verwendet. Was meinst du, wie mächtig dieser Laden ist, auch ohne Fortnite? Der kann, also ich sag mal so, die Hälfte der Spiele können sie einfach sagen, oh, tschüss, ihr macht jetzt keine Spiele mehr. Und weg sind die. Als ob Microsoft da hingeht und sagt, nee, ihr dürft jetzt in eurem Hype mit Fortnite und die ganzen Spiele, die auf euch angewiesen, nein, ihr dürft hier nicht her. Die sind gerade viel gefährlicher als Steam. Weil die sind nämlich Platzhirsch aktuell. Und die haben solche Eier mit Fortnite noch zusammen. Da würde ich mir sogar eher noch Gedanken machen, wenn ich ehrlich bin. Die sind nämlich sehr, 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 sehr krass unterwegs gerade. Und da würde ich mir dann schon eher noch die Frage stellen, ob das cool ist, dass die da jetzt auch mit reinspringen. Die haben halt die Kids, ne? Ja. Jeder 8- bis 13-Jährige in der westlichen Welt hat den Epic Launcher schon installiert. Na klar. Braucht er ja auch für Fortnite. Ja, eben. Und die sind gerade Eieiei. Das ist, glaube ich, für mich persönlich Steam das kleinere Problem. Ich betrachte das ein bisschen kritisch. Ich habe den Launcher noch hier installiert, muss ich aber, weil ich Ashen spielen möchte und Satisfactorio und ich jetzt schon wieder in meinen eigenen Mund kotzen muss, weil ich mir noch einen installieren muss und mir wieder ein Konto machen musste. Genauso wie für den tollen Bethesda-Launcher. Da habe ich mich auch super drüber gefreut, dass ich mir ein Konto gemacht habe für die Scheiße. Und ich in meinem Passwortmanager sowas reinschreiben muss wie Bethesda-Login. Ich denke, oh cool, habe ich schon wieder deinstalliert. Nice. Entschuldigung. Also ja, Ashen wird toll übrigens, Markus, da freue ich mich drauf. Schön, dass du es gesagt hast. Ich habe es nämlich gerade erst gefunden. Ja, ich hoffe. Ja. Hat noch einer ein Spiel gehabt? Nee, das waren die, die jetzt tatsächlich dann jetzt diesen Monat erscheinen oder schon draußen sind. Wobei sehr viele tatsächlich schon draußen sind von denen, die wir jetzt ja besprochen haben. Ja, wir sind ja auch relativ spät, ne? Am 9. Wäre ja auch doof, 2 Tage vor Weihnachten erst ein Spiel rauszubringen, ne? Ja, wobei ja tatsächlich diesen Monat halt nicht nochmal wirklich was fürs Weihnachtsgeschäft halt rauskommt. Ist halt eben alles schon in den letzten Monaten quasi rausgekommen. Dafür hast du relativ viele Sales mittlerweile überall, dass du halt die AAAs aus den letzten Monaten jetzt schon für halben Preis bekommst. Ja. Dann waren die Game Awards, über die wir ja schon gesprochen haben. Haben wir? Ja, jetzt gerade kurz, ne? Weil das da der Epic Launcher und die Spiele, die dafür rauskommen, ja da auch angekündigt wurden. Oh Gott, Red Dead Redemption ist nicht Game of the Year geworden. Ich hab's mir nicht angeschaut. Oh, ich habe gerade noch eine Info aus dem Chat gelesen. Das stimmt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und zwar Below. Kommt am 14. Dezember. Das habe ich auch schon lange auf der Wishlist. Das wurde, glaube ich, irgendwann auf einer Microsoft-Konferenz angekündigt. Kommt aber auch auf Steam, so wie es aussieht. Am 14. Das werde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Wie gesagt, das habe ich auch schon länger eben auf meiner Wishlist. Ohne das Spiel jetzt zu sehen, was ist das? Es ist, also es ist ein Indie-Spiel und es sieht mehr oder minder aus wie so ein Dungeon-Crawler. Hm? Ah, das ist das Tilt-Shift-Spiel. Ja, wo du mehr oder minder so von schräg so immer so, ne? Mindestens das ja, war so der alles erste so Eindruck. Groß aussieht, weil sie ja, genau, diese Tilt-Shift-Technik benutzt haben dafür. Was zum Beispiel eben auch Octopath Traveler ja auch genommen hat. Nur die noch ein bisschen extremer. Oh ja, stimmt. Das wäre jetzt an mir vorbeigegangen. Danke, Chad. Gut, Call. Ich installiere jetzt den Launcher und gucke, ob der hässlich ist. Wenn der hässlich ist, ist er kacke. Hatte ich schon einen installiert? Du bist immer so oberflächlich. Ich bin oberflächlich? Ja, aber Slappy, weißt du, nach vielen Jahren weiß man halt, wie man das zu nehmen hat. Ne? Und manche Dinge sind einfach oberflächlich hässlich und sind dann auch innerlich hässlich. Wie zum Beispiel ich. Oh. Naja. Ja, ich muss mich ja jetzt selber in die Pfanne hauen. Finde ich so oberflächlich jetzt nicht so hässlich. Oh. Wo ist Slappy? Wollen wir vielleicht doch am 23. noch einen Plankenschnack machen zusammen? Nein. Ah, da bin ich wieder nicht hübsch genug. Ja? Da bin ich wieder nicht hübsch genug. Gut, ja. Ist okay. Oh, ich habe schon mal einen Fehler gefunden. Bei Epic heißt es nicht Konto erstellen, sondern wollte sich einschreiben. Einschreiben. Okay, du hast jetzt schon verloren. Da war schon wieder irgendein Vogel. Matrikelnummer vergeben. Genau, sei froh, dass es nicht einweisen heißt. Wow. Ich habe ja mittlerweile immer Angst, mich mit E-Mails und so einen Scheiß anzumelden, ne? Und wenn da realer Name steht und so ein Käse, weil ich immer nicht weiß, was die zeigen und was nicht. Finde ich sehr schwierig heutzutage. Hm. Naja. Weil das musst du ja dann machen. Entschuldigung. In der Zwischenzeit kann ich ja dann eventuell eine andere Frage stellen, weil ich glaube, wir brauchen ja jetzt nicht irgendwie die ganzen Game Awards, gerade wer welche Kategorie gewonnen hat, whatever. Ich frage mal andersrum. Es wurden ja neue Spiele vorgestellt. War denn was dabei, was euch irgendwie angesprochen, getriggert hat, wo ihr sagt, ey cool, damit habe ich nicht gerechnet, oder vielleicht habe ich mit gerechnet, weil es vorher geleakt ist, aber freue ich mich trotzdem? Sagen wir mal so. Dann kann jeder ja mal was dazu sagen. Ja, ich kann nichts dazu sagen, ich habe es nicht gesehen. Verdammt, auch nicht nachinformiert? Nö. Okay. Ja, Far Cry 76 fand ich, sah ganz interessant aus. Erzähl doch mal erstmal, was das ist. Naja, Far Cry, also es kommt ein neues Far Cry, das heißt Far Cry New Dawn und es ist halt ein postapokalyptisches Far Cry. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem nicht spielen, weil es halt Far Cry ist. Ich werde es spielen. Bitte? Ich werde es spielen. Ja, ja, eben. Aber die Leute, die eben die letzten Far Crys schon ganz gut fanden und ich glaube, das letzte soll auch ganz gut gewesen sein, ja. So was man gehört hat. Ubisoft rettet sich ja jetzt gerade ein bisschen aus ihrem komischen Ruf. Könnte das auch wieder ganz gut sein. Und das sah schön aus. Also da wurde wirklich Postapokalypse schön gemacht. Akopalypse schön gemacht. Also mit Blümchen und allem drum und dran. Gut aus. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Kommt schon am 15. Februar. Also auch relativ zeitnah. Ist allerdings, wie es auch im Chat steht, ich weiß nicht, ob es von der Länge halt ein vollwertiges Ding ist oder so ein Spin-off wie Primal, weil es kostet auch keinen Vollpreis. Achso. Es liegt irgendwo in dem Bereich um die 40, 45. Mhm. Also tatsächlich kein komplettes Spiel. Spielt auch mehr oder minder nach dem 5. Teil. Wäre ratsam, den vielleicht halt gespielt zu haben. Und ja, ich fand es ansprechend. Mein erster Gedanke war, als man die Leaks gehört hat, ob es Richtung Fallout 76 geht. Was dann vielleicht erklärt hätte, warum Bethesda ihr Fallout 76 früher rauskloppen wollte, wenn es Richtung Multiplayer geht. Gut, aber es scheint halt nur Koop spielbar zu sein und nicht halt wie Fallout 76 halt so ein Mini-MMO zu sein. Spricht mich deutlich mehr an als Rage 2, was jetzt ja dann für Mai nächsten Jahres einen Termin bekommen hat, also einen Release-Termin, Rage 2. Finde ich als postapokalyptisches Shooter-RPG ansprechender als Rage. Also von daher werde ich mir halt im Februar wahrscheinlich dann New Dawn halt geben, gerade weil ich halt den Vorgänger auch gerne gespielt habe. Habe ich mich drüber gefreut über die Ankündigung. Also so wie Blood Dragon quasi. Ja, so in etwa. Da habe ich übrigens letztens noch überlegt, ne? Blood Dragon hat eigentlich eine super gute Vorlage gelegt mit diesem Stil, den sie da reingebracht haben. Mhm. Und danach ist kein einziges Spiel mehr in dem Stil rausgekommen. Obwohl der Stil in allen anderen Modeerscheinungen quasi richtig tief drin ist mit dem Synthwave und so. Und irgendwie kommen keine Spiele in dem Stil. Also in diesem Tron-like 80er Jahre Synthwave-Stil. So. Da war Blood Dragon eigentlich richtig gut und irgendwie kein Entwickler macht sich dran, das zu kopieren. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich hätte nämlich ehrlich gesagt damals mit so einer richtigen Welle gerechnet. Aber es fällt mir jetzt gerade nur ein zu Blood Dragon. Und ja gut, aber wenn es dann ein bisschen kürzer ist und nicht ganz so ein komplettes Far Cry, dann kann ich es mir vielleicht doch angucken, weil ich bin dann meistens so nach 20 Stunden eher gelangweilt von den Far Crys gewesen. Aber wenn es nur 20 Stunden dauert, ja, dann kann man es ja mal spielen, ne? Das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Das ist interessant. Ich habe dazu noch gar nichts gesehen. Ich habe dazu noch überhaupt nichts gesehen gehabt zu dem Spiel. Nur gelesen auf Twitter, nichts gesehen. Findet man, warte mal, Far Cry, findet man das unter Far Cry 76? Nein, Far Cry New Dawn. Ohne Scheiß, man findet das unter Far Cry 76? Ja. Nice Maymays wahrscheinlich. Ah, geil, Alter. Wie heißt das? Far Cry New Dawn? Mhm. Hm. Da bin ich ja mal gespannt, ob die das gut machen. Oh, 4 Minuten Trailer. Und das soll auch Open World sein dann, oder was? Mhm. Gucken. Ich schaue mir das nachher mal genauer an. Entschuldigung, ich musste mir gerade Fortnite kaufen. Das ist, ich habe ja jetzt den Launcher und konnte es kostenlos in meine Bibliothek hinzufügen. Jetzt kann ich immer sagen, weil mich einer fragt, schon mal Fortnite gespielt? Nee, aber ich hab's in meiner Bibliothek, okay. Sorry. Dann wurde Dragon Age kurz angeteasert, ein neues. Also BioWare macht doch noch was anderes als Anthem? Anthem. Hat man da was zu was gesehen? Nö, nur gehört. Eine Lesestimme. Ah. Ja, gut. Die gesagt hat, also irgendwie, du bist überrascht, mich zu sehen, oder? Du hast bestimmt Fragen, oder irgendwie so, kurz übersetzt. Lizard hat auch erzählt, dass Diablo 4 der Mache ist. Ah, ja. Hatte aber auch kein Release-Datum, also nicht sicher, dass es auch 2019 kommt, also eine ähnliche Ankündigung quasi wie Elder Scrolls 6 halt. Naja. Ja, ist in der Mache. Bitte warten Sie ab. Dann warten wir mal ab. So viel leere große Welt wie bei Inquisition. Inquisition war, weiß nicht, habt ihr Inquisition gespielt gehabt? Yep. Ja. War mein zweites Spiel, was ich gestreamt habe überhaupt. War mein erstes großes Spiel, was ich gestreamt habe. Ja? Ja. Stefan spielt's aktuell. Der guckt es sich erst jetzt gerade an. Der Einser war Bombe. Der Zweier. Über den Zweiten reden wir nicht. Ehrlich nicht. Und der Dritte war dann okay. Gott. Der Dritte war okay. Gab einen Haufen Drachen. Ja. Die waren schön zu machen, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad war das schon. Da hast du was zu tun gehabt mit deinem Menü, was du einschaltest und mit der Gruppierung, ne, wo du wen einsetzt und so. Das war schon ein bisschen taktisch. Das hat mir gut gefallen. Ja. Du, Slabby, sag mal, du gehst doch jetzt arbeiten, ne? Wieso hast du denn den Sub hier gekündigt, sag mal? Ah, entschuldige mal. Ich war, also ehrlich. Ich habe gerade erst angefangen. In der richtigen Welt wird man erst bezahlt, wenn man einen Monat gearbeitet hat. Disney. Ach so, oh. Ja, in meiner Welt wird man übrigens nach 90 Tagen bezahlt. Und außerdem wollte Slabby doch, warum er das gemacht hat, in den Twitch-News erklären. Ach so! Was? Wow, nicht mal den Hinterteil verstanden, ey. Okay, Entschuldigung. Ich habe jetzt zweimal unterbrochen. Ja, ich möchte mich jetzt entschuldigen dafür, okay? Verzeihung. Siehst du, außerdem muss man nicht selber subben. Man kriegt es halt geschenkt. Okay. Danke, Control Freak, dass du mir für meinen eigenen Kanal einen Sub geschenkt hast. Halt, holst du Lein, es ist meiner. Also wenn wir danach gehen, Slappy, ja? Wenn du jetzt großkotzig auffahren möchtest, ist es meiner. Wird das hier eine feindliche Übernahme oder was? Wow, 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 wow. Hast du das mit den Aktionären abgesprochen? Ich glaube nicht. Charlie geht damit konform und naja, Markus hat leider noch nicht genug Aktien gekauft. So. Oh. Rechtsstreit incoming. Willst du meine Aktien haben? Wie stehen die denn gerade? Wie, meine Aktien? Nee, Slash, vielleicht will er meine haben. Man soll ja verkaufen, wenn es am besten ist. Ja, jetzt ist ja noch nicht die gute Zeit. So, die kommt ja noch. Ja. Wir steigern uns. Ja. 2019 wird unser Jahr. Okay, zurück zu den Spielen, Verzeihung. Outer Worlds, Mann. Outer Worlds, da freue ich mich drauf. Ein Spiel von den Fallout-Machern, die auch wirklich die Fallout-Spiele gemacht haben, also die ersten beiden, die Rechte dann an Bethesda abgetreten haben, also unter anderem die Hauptschreiber quasi. Sind jetzt mittlerweile, nachdem sie alle irgendwie verstreut waren in der Videospielewelt, zurück, haben sie zueinander gefunden, sind alle bei Obsidian eingestiegen, nicht alle, manche nicht. Zum Beispiel hier Chris Avellon, der ja vorher dabei war bei Obsidian, ist mittlerweile schon wo ganz anders wieder. Aber ich glaube, Anthem macht er, ne? Das wäre ein guter Übergang gewesen. Ich glaube, der arbeitet jetzt bei Anthem, also bei Bioshock. Nee, aber die eben sind bei Obsidian. Obsidian bekannt als die Macher von Fallout New Vegas, also das einzig gute Fallout. Und die machen jetzt nämlich The Outer Worlds, was ein schöner Kick in die Nuts von Fallout sein soll. Ich habe es so gefeiert, als sie das Ding angekündigt haben. Wie gesagt, ich habe mich halt eh schon gefreut, weil sie ja gesagt haben, dass sie ein Science-Fiction-Ding machen. Und als sie dann den Trailer gezeigt haben, das war für mich eben das absolute Highlight. Also du erkennst halt eben schon, dass es eben so ein bisschen Fallout, ein bisschen Bioshock, ein bisschen Firefly, halt sehr viel Charme und eben auch die eine oder andere Punchline halt gegen halt Bethesda. Ne? Allein schon so der erste Werbeslogan, der reinfliegt, from the original makers of oder creators of Fallout, in Klammern nicht diejenigen, die Fallout 76 gemacht haben, Klammer zu, und danach ja auch, wo sie den Planeten halt vorstellen, ja, das war ein friedlicher Planet, bis irgendwelche kapitalistischen Firmen angefangen haben, ihn auszubeuten. Hallo, wie ich heißt da. Und dann, was halt eben das Traurige dabei ist, Obsidian wollte ja immer noch einen Fallout machen und Bethesda hat halt jedes Mal abgelehnt, und sie wollten halt eben nicht und wollten halt selbst jetzt halt Fallout 76 machen und Obsidian hätte es gerne getan und die haben halt abgelehnt und das Outer Worlds ist jetzt das Produkt, was die dann halt eben selbst auf den Markt bringen und ich drücke halt die Daumen und bin halt sehr, sehr gespannt drauf. Das könnte neben Sekiro nächstes Jahr mein Highlight werden. Oh, das sieht gut aus! Ja, es ist Fallout in Space. Ja, ich bin schon dabei. Mit echten Dialogoptionen, wo du erstmal was vorbereiten musst und Speech 50 haben musst oder irgendwas anderes, 50 oder 60 oder 40 oder was auch immer. Bis und für PlayStation 4. Ich bin dabei. Das sieht gut aus. Ich freue mich auch sehr auf das Spiel. Ich habe gerade den Trailer angeschaut. Also ich habe schon die letzten Spiele von Obsidian gespielt, obwohl mich das Kampfsystem eigentlich überhaupt gar nicht gerissen hat. Einfach nur, weil die Story eben so gut war. Wie Pillars of Eternity eben zum Beispiel. Und endlich ein 3D-RPG von Obsidian mit den Originalmachern von Fallout. Ich glaube, das. Also ich bin schon ein bisschen feucht, muss ich wirklich sagen. Ja. Mein Höschen ist nass. Ich musste auch wechseln während der Show. Also jetzt, das war awesome. Ready. Soll das wirklich nächstes Jahr erscheinen? 2019 haben sie gesagt, ja. Mal ganz kurz unter uns. Kann man Ashen schon spielen? Ja. Müsste doch schon draußen sein, ne? Ja. Seit 2 Tagen. Nice, die Woche ist gesaved, Alter. Wow. Okay, Entschuldigung. Ja, das war halt eben auch mein absolutes Highlight, neben den Dingern, die wir jetzt schon besprochen haben. Ich hoffe, dass die es rocken und zeigen, wie es halt eben funktioniert. Und diesmal brauchen sie keine 85% auf irgendwelchen Meta-Seiten, um voll bezahlt zu werden, weil es diesmal ihr eigenes Spiel ist. Genau. Wait, what? Wir hatten damals einen Vertrag mit Bethesda abgeschlossen für Fallout New Vegas, dass sie den vollen Preis bekommen quasi, also was sie ausgehandelt haben, wenn das Spiel auf Metacritic eine Note von 85 oder besser bekommt. Und sie haben eine 84 bekommen. Deswegen wurden sie nicht komplett bezahlt und haben danach die Jahre immer gegen den Bankrott gekämpft. Aber sie haben selbst immer gesagt, dass es so abgeklärt war und dass Bethesda eben nicht schuld daran war, sondern die haben dazu eingestimmt. Das war vertraglich alles richtig. Und ja. Gab nie Bad Blood. Der Grund, also man sagt, der Grund, warum Bethesda Obsidian niemals ein weiteres Fallout hat machen lassen, ist, weil alle immer sagen, New Vegas war das beste Fallout, das halt jemals halt unter Bethesda rauskam. Und das war wohl so eine Stolzfrage dann von Bethesda. Ja. Das wollten sie sich nicht antun lassen, jedes Mal sich anhören zu müssen, dass sie selbst keine guten Spiele mehr entwickeln können. Und sich deswegen bessere Leute holen müssen. Hätten sie es mal gemacht. Oh. Darf ich kurz was anmerken? Ja. Ich habe jetzt Ashen, wollte ich mir jetzt gerade kaufen, dass ich mir das runterladen kann und installieren, Verzeihung. Und das ist ja super witzig. Man muss anklicken. Also, falls ihr Spiele dort kauft, Leute, vergesst nicht, unten ganz rechts in der Ecke unter der Kaufbestätigung steht, du willst keine E-Mails vom Publisher haben. Man kriegt scheinbar E-Mails von einem Publisher mit Informationen oder irgendeinen Käse. Vergesst das nicht wegzuklicken, sonst habt ihr irgendwann, glaube ich, den Arsch offen, wenn ihr da Spiele kauft. Oh, da haben wir schon mal das erste beschissene Kackding gefunden, was richtig scheiße ist. Vergesst das nicht, Leute. Nicht cool. Okay. Ja, Outer Worlds. Sieht gut aus bei vielen. Ich freue mich auch auf Outer Worlds, ja. Sehr sogar. Ich freue mich auf große, massive Spiele und eine interaktive Welt. Das wird hoffentlich gut. Ansonsten sind wir keine Content Creator mehr. Nicht? Nee, wir spielen ja kein Fortnite. Ja. Man ist ja nur Content Creator, wenn man Fortnite spielt. Ach so! Naja, es waren 5 Leute als Content Creator auf See hier nominiert und alle haben Fortnite gespielt. Das habe ich auch schon Doch. Okay. Deswegen habe ich auch gesagt, also leider werde ich in diese Kategorie dann wohl nie reinkommen. Das Mädel auch? Poki spielt auch Fortnite? Also ja, zumindest der Clip, den sie gezeigt haben, war, wie sie Fortnite spielt. Es ist natürlich Spaß. Ne? Es ist eine Awards-Show, die nimmt sich hoffentlich nicht so ernst. Das Ganze drumherum fand ich schon ganz cool, dass es dann so ein paar Kategorien gibt, die halt ein bisschen schwieriger sind. Ja, mein Gott, ist halt Content Creator. Die nimmt eh keiner ernst. Mir fehlen da so ganz andere Leute noch irgendwie, Content Creator. Das habe ich im Stream auch gesagt, als wir uns das angeguckt haben. Die Nominierung, wo da zum Beispiel ein Dr. Disrespect oder ein Shroud ist oder irgendwer von YouTube. Oder war das war doch nicht nur auf Twitch bezogen, oder doch? Ne, Content Creator. Ja, eigentlich. Eben so. Und, also schon rein von Zahlen her gibt es da ganz andere Nummern. Also, ganz ehrlich, Epic erlangt mir ein bisschen zu viel Macht aktuell. Was ist jetzt wieder auf Epic? Fortnite? Ach so, nachher. Stimmt. Also ich meine, Fortnite-Tänze siehst du mittlerweile echt schon überall so, ne? Also selbst Mesut Özil kann kein Fußball mehr spielen, weil er zu viel Fortnite spielt. Stimmt. Und er streamt auf Twitch. Ja. Und hat einen krummen Rücken. Deswegen. Echt? Naja, keine Ahnung, hat irgend so eine Zeitung geschrieben. Was, ehrlich? Wegen Fortnite? Ja. Die Überschrift war, warte, ich habe die, glaube ich, noch hier irgendwo. Wow. Die Überschrift war Özils Back Injury blamed on Fortnite Addiction. Estimated to be playing for 5 hours per day. Ja nun. Wow. Diese bösen Videospiele. Ja, das macht's wieder besser, genau, damit E-Sports als Sportart anerkannt wird. Abgefahren, ey. Epic hat den Tanz von Chris Turk 1:1 kopiert. Der heißt Turk Turkleton. Turk Turkleton, ja. Wie gesagt, also ich bin da sehr skeptisch aktuell. Also ich habe da halt ein paar Insights, die hier nicht ausgesprochen werden dürfen, Verzeihung, aber es ist schon ziemlich frech an manchen Stellen. Sieht man hier übrigens auch. Fortnite hier, Fortnite da, Fortnite tralala. Wie gesagt, ich hab nichts gegen das Spiel, soll jeder machen so, aber nix, aber schwierig. Naja, aber es gibt halt immer dieses Spiel, das halt von der Hauptzielgruppe gespielt wird. So. Als ich damals 13 war, war es halt Counter-Strike oder so. Und heute spielen alle, die damals 13 waren, auch immer noch Counter-Strike. Und es ist halt ein Erwachsenenspiel. So in 20 Jahren, wenn die ganzen 13-Jährigen halt von heute dann 30 sind und erwachsen sind, dann spielen sie halt Fortnite und schimpfen über das Spiel, was die 13-Jährigen dann halt spielen. Und wahrscheinlich ein Mobile Diablo oder so. Ein Mobile Diablo klingt sehr gut übrigens. Hm. Mobile Diablo klingt unglaublich toll. Nice. Also ich habe ein Handy, Smartphone. Ja, meinst du nicht? Doch, habe ich, ja, also. Aber das ist nicht funktioniert. Ich hasse Mobile Gaming. Von daher. So ist Blizzard halt quasi groß geworden. So ist Valve groß geworden. Halt immer dieses Spiel, das eben dann gerade von den jungen Menschen gespielt wird. Gut. Da fällt mir schon alles aus der Hand. Ja, wie auch nicht. Daisy kommt übrigens 1.0 raus. What? Ja? Was? Das habe ich damals schon gespielt, als ich 13 war. Daisy kommt in 1.0. Danke, Rebooto, dass du das gesagt hast. Reboot Zero. Ich weiß immer noch nicht, ob Rebooto oder Reboot Zero. Aber Daisy kommt, kriegt eine 1.0 raus. Oha. Ja. Man soll es kaum glauben. Warte mal, wieso darf ich Fortnite nicht mit Counter-Strike vergleichen? Ich meine, das liegt doch nahe, jetzt wo Counter-Strike auch einen Battle-Royale-Mode bekommt und Free-to-Play ist, oder nicht? Oh, Shots fired aus der Unterwelt! Shots fired aus der Unterwelt. Also. Da hat sich aber gerade, oh, Valve, oh, den habe ich bis hier krachen hören, Junge, die Atombombe. Darüber haben wir noch gar nicht geredet, ne? Und es gibt wieder Leute online, die sagen, es ist okay. Warum denn nicht? Es ist okay. Es ist okay, dass ein Spiel, was seit 200.000 Jahrzehnten da ist und immer dieselbe Funktion hatte, was jeder liebt. Oh, Fortnite ist ja viel populärer. Ah. Okay, lasst uns das mal offline. Lasst uns das einfach zur Battle Royale Free-to-Play machen. Ich habe mich sehr geärgert. Wenn ich da kurz was zu sagen darf, ich habe mich so darüber geärgert, weil ich immer gefeiert habe, dass Counter-Strike sich immer treu geblieben ist. Tschüss. Und dann Leute sagen, es wird besser für den E-Sport sein. Aber da möchte ich jetzt mal was einwerfen. Nur zur Erinnerung, Fortnite ist ja nicht als Battle Royale gestartet. Ja, ich habe das Spiel in meinem Account, in meinem Epic-Account, weil ich es damals halt zum Testzweck bekommen habe, wo es ja eine mehr oder minder Kampagne hatte, wo du halt spielen solltest ohne Battle Royale. Da ist das Spiel ja nur nicht angekommen. Die haben ja dann mehr oder minder den Battle Royale-Modus von PUBG oder anderen Spielen übernommen und anscheinend entweder popularisiert oder perfektioniert, dass er halt eben einfach besser angekommen ist. Erfunden haben sie den ja nur auch nicht. Warum, wenn sie das probieren, warum dürfen es nicht andere probieren? Also im Endeffekt, sie haben ihr geflopptes Spiel damit gerettet, was halt den Bach runtergegangen ist, weil es keinen interessiert hat, indem sie halt den Battle Royale-Modus reingeklatscht haben, der dann kostenlos war. Wir reden hier von Counter-Strike, Markus. Ja, aber... Wir reden von... Nee, warte kurz. Du bist doch auch in diesem Alter. Wir reden hier von Counter-Strike. Das Counter-Strike. Ja. Terroristen gegen CT. Ja. Bombe. Das 2. A-Lang. Aztec, Brückenfights. 1.6. Battle Royale, willst du mich verarschen? Ja. Welcher Ordenochse hat die Scheiße entschieden? Das ist doch schon wieder so ein richtiges Armutszeugnis für ein Spiel, was ja seit Jahrzehnten da ist und überhaupt gar nicht die Mechaniken dafür bietet. Ich habe mir das letztens angeguckt. Ich habe mir gedacht, willst du mich verarschen? Das passt doch gar nicht zusammen. Und das ist so eine Entscheidung. Ich habe keine Ahnung, wer morgens auf dem Klo gesessen hat und sich in die Hose geschissen, weil er gedacht hat, oh Kacke, unser Spiel geht unter. Oh, okay, wir machen jetzt einfach mal Fortnite, wir machen jetzt Battle Royale rein. What? Nein. Also schon kategorisch nein. Das ist einfach, das ist Spielgeschichte, die dort gerade zerstört wird. Das wäre ja so, als wenn Unreal Tournament oder Quake Arena oder Quake 3 morgens sagt, ich mache einen Battle Royale-Modus. Nein! Easy. Counter-Strike ist gestorben, als sie Knife-Skins in irgendwelche Lootboxen reingepackt haben, die du dir dann mit Keys, die du kaufen musstest, aufmachen konntest. Nein, ist es nicht. Der E-Sports war immer groß. Ja, und der wird auch groß bleiben. Die werden ja jetzt nicht bei Counter-Strike E-Sport-Turnieren jetzt plötzlich ein Battle Royale-Spiel dahin packen. Jeder weiß, wie viel Spaß Battle Royale auf einem E-Sport-Event macht. Sag das nicht. Und genau das ist ja meine Sorge. Ich erinnere dich an die Gamescom, als sie versucht haben, PUBG zu einem E-Sport-Titel zu machen. Das war PUBG so. Das sind andere Firmen als Epic und auch Valve so. Sag das nicht, Slappy. Und genau das ist nämlich meine Sorge, dass das schöne 5 gegen 5 gegen so ein hässliches Battle Royale ausgetauscht wird. Und das wäre für den E-Sports ganz großer Schiss. Das glaube ich nicht, dass sie das machen. Die wollen sich einfach nur neue Spieler reinholen. Die 5 gegen 5 Maps, die bleiben doch. Ja gut, aber nach der Theorie müsste dann ja jetzt aber auch der Fortnite, ich nenne es mal Kampagnenmodus, jetzt mehr gespielt werden. Spielt den aber wer? Ja, es lockt mehr Spieler rein, aber sie spielen eigentlich nicht. Nee, aber es hat ja auch vorher keiner gespielt. Ja, eben. Das ist der Unterschied. Das Game des Todes. Ja, und kein, das war vorher das schon Ding tot. Ist, es interessiert kein Pimmel, was die da gemacht haben. Und das ärgert mich noch viel mehr, dass das keine Sau interessiert, was Fortnite, also Epic, vorher getan hat. Niemand interessiert das. Du kannst Unreal Tournament. Du kannst selbst Ninja fragen wahrscheinlich. Entschuldigung, Shots fired. Ninja, sag mal, weißt du, dass die vorher so ein bisschen, weiß ich nicht, shady so mit dem Spiel umgehen? Also ich habe damals den Fortnite-Test tatsächlich abgebrochen, weil ich nichts Positives zu dem Spiel hätte sagen können, weil es einfach Monetarisierung aus der Unterwelt war. Ein Free-to-Play halt quasi als erstmal Early Access Retail zu verkaufen. Und es ist halt komplett eben auf Lootboxen halt ausgelegt, wo du halt entweder A, grinden musst oder B, halt Kohle investieren musst. Und dann ist es noch super luckabhängig, ob du halt deine Blueprints von den Klamotten bekommst oder halt nicht. Und keine Ahnung, die Monetarisierung war zu dem Zeitpunkt, wo ich es halt testen sollte, completely broken. Und dann kam der VR-Modus irgendwann. Den habe ich halt nicht gespielt. Was? Counter-Strike hat mit dem BR-Modus 14.000 schlechte Bewertungen gekriegt. Und ja, was läuft denn das jetzt eigentlich? Counter-Strike Global Offense ist immer noch drin? Ja, Counter-Strike Global Offense. Ja gut, das macht die, ich meine 14.000 negative Bewertungen macht keinen Unterschied auf 2,6 Millionen Bewertungen. Also, oh, die geil. Die erste Bewertung? Russisch gelernt? Check. Fast Herzinfarkt bekommen? Check. Unkontrollierter Koffeinkonsum? Check. Zuckerblät? Check. Rashbi? Check. Kurva? Check. Ah! Check. Beste Bewertung. Ey, Bewertung könnte manchmal so ein Gold sein. Ne? Okay, Entschuldigung. Ah, nice. Geil, das beschreibt ein Counter-Strike wirklich original, ey. Großartig. Ah, okay, Counter-Strike Battle Royale. Zieh ich mir gerne mal rein. Unter was läuft denn das Counter-Strike Battle Royale? Danger Zone oder was? Hier, Danger Zone. Ist das ein extra Spiel? Ich klicke da drauf. Lass mich da hin, Balbe. Wo ist denn Danger Zone? Global Offense? Unter was findet man das denn, Leute? Helft mir mal schnell. Dann gucke ich da gerne mal rein. Scheint im Spiel zu sein. Ah, so, alles klar. Also ich sehe da. Ja, gut, mich interessiert es eh nicht. Ich hatte Global Offensive nicht. Ich habe mit Source aufgehört, als WoW rauskam in 2004, aber, oder 5. Keine Ahnung. Aber mich erinnert das gerade so. Kennt ihr dieses Simpsons, dieses Bild aus Simpsons? Old Man Yells at Cloud? Daran erinnert mich das. So 14.000 alte Männer schwingen ihren Gehstock gegen die Wolke und Valve wischt sich die Tränen mit ihren Euroscheinen. Gabe Newell. Der Arme. 14.000 böse Bewertungen. Es gibt kein Danger Zone, Mann. Es gibt nur Counter-Strike Global Offense. Du sollst jetzt nicht zocken! Ich will nicht zocken, ich will die Bewertung sehen, Mann! Weil das interessant ist für mich, weil ich gucke gerne Counter-Strike E-Sports, weil ich kann das nicht spielen. Und wenn die Scheiße jetzt durch so einen hässlichen BR ausgetauscht wird, was ist denn da los, Mann? Das wäre jetzt mal mehr Curling angucken anstatt Fußball. Nein, jeder will Fußball sehen. Ich will kein fucking BR sehen, Mann. Und schon gar nicht von Counter-Strike. Hättest du mal mehr gesurft, dann könntest du auch Counter-Strike spielen. Fuck, ich hab nie gesurft. Dann bleibt wohl nur noch Rainbow Six Siege für dich. Toll. Dafür bin ich zu doof, weil meine Brille ist nicht gut genug. Ubisoft ist dein Retter. Yeah. Entschuldigung. Aber interessantes Jahr, finde ich. Also Ubisoft hat sich irgendwie aus der Kacke gezogen. Bethesda hat sich genau reingelegt wieder. Also Blizzard gleich hinterher gestolpert. Ja. Warten wir mal ab, wie Epic. Also es könnte sein, dass tatsächlich das erste Mal eine Firma einen Launcher launcht und nicht in die Kacke tritt damit. Weil sonst immer, jedes Mal, wenn eine Firma ihren eigenen Launcher gelauncht hat, haben sie sich in Kacke gesetzt und mussten sich dann wieder raus katapultieren. War bei Steam nicht anders. Hey, aber wir hatten dieses Jahr, also schon allein, wenn wir mal wirklich überlegen, um mal was wirklich Positives zu sagen, wir hatten Detroit Become Human, wir hatten ein A Way Out, wir hatten ein Dead Cells Release dieses Jahr zum Beispiel, wir hatten dieses Jahr Thronebreaker. Thronebreaker hat mir zum Beispiel auch gefallen, wir hatten Spider-Man, wir hatten God of War, also wir hatten schon ziemlich gute, starke, viele. Aber ich glaube, wir können am 1.1. zu den Brettern des Jahres, die wir für euch veranstalten, wofür ihr jetzt voten könnt, indem ihr... Es ist wichtig, dass ihr votet. Es ist wichtig, dass ihr votet, weil sonst haben wir, keine Bretter. Bei uns dürfen auch Minderjährige wählen. Ich weiß, es sind jetzt gerade keine Minderjährigen da. Gehen Sie voten! Aber voten Sie doch heute für Ihr bestes Horizon Zero Dawn 2018. Und alle so, hä? Und denkt an Nintendo und JRPGs, sonst kommen die nicht vor. Oh Mann, ey. Heute hat mich jemand darauf angesprochen, als Strafe von einer Wette zu sagen, Dizzy muss eine Woche JRPG spielen. Oh, ich suchte welche raus. JRPGs? Ja, JRPGs. Ich hab's abgelehnt. Ich hab's eingetauscht gegen einen Monat vegetarisch leben. Also wenn du in einer Woche mehr als ein JRPG spielen könntest. Also. Könnt ihr den Link nochmal posten? Klar, Mad Max hier, für dich nochmal. Oh. Ups. Buch. Voten nicht vergessen, Leute. Das ist wichtig. Wir hatten Cyberpunk, genau, Cyberpunk-Gameplay. Sie wird von GOG gesponsert. Dieses Jahr war echt gut. Ach so, das war ja kein Game, Entschuldigung. Nun. Haben wir noch was? Ja, die Twitch-News. Noch einer von euch ein Spiel? Nö. Quote für Fallout 76. Du, da haben wir gleich zwei Kategorien. Was, bestes Game des Jahres oder was? Ja, Game des Jahres und bestes Indie-Spiel des Jahres. Kostet doch nur noch 30 Euro, oder? Hey, aber Slappy, mit Freunden macht das doch so viel Spaß. Ja, es macht Sex auch. Trotzdem würde ich mich beschweren, wenn ich 60 Euro dafür bezahlen müsste. Oh, das wird ja aber... Hi, der Witz. Ja, die Shots finde ich sehr gut heute. Worüber denkst du nach, Sally? Psst. Jeder hat seinen Preis. Wofür? Was müssen wir bezahlen? Oh, ehrlich? Wofür? Also, Sali, du wirst doch jetzt bitte für 60 Euro, darf man dich doch jetzt nicht wegflexen, oder was? So lange kannst du gar nicht sparen. Ich wollte gerade sagen, Fräulein. Ich wollte gerade sagen, und 2019 wollte ich gerade dafür genug Subs sammeln, ey, damit ich Stefan auslösen kann. Verdammt, ey! Der spart schon länger. Stefan, blinzel zweimal. Ich rette dich. Der Witz war übrigens von Tim geklaut. Just saying. Das hat ein Copyright, muss ich sagen. Sonst wäre ich nur angezeigt. Welcher Tim? Sandcool? Ja, Sandcool, Tim. Ach, Sandcool, Tim. Okay, ich muss nächstes Jahr Donation Goal machen, ja. Es wird Zeit, 2019 wird sich einiges verändern. Donation Goal, ich will Sali flexen. Was? Und dann ziehen wir das komplette Programm an. Donation Goal, Sub Goal, alles. Jedes Placement wird mitgenommen. Jede ranzige Kackwerbung wird gemacht bei Instagram. Alles wird monetarisiert. Selbst der Tod meiner Katze, den ich twitter und dann verwende für ein YouTube-Video und davor Werbung spiele. Jetzt wird's eklig. Stimmt, bei Katzen hört die Freundschaft auf. Irgendwann ist auch mal genug. Echt? Sage ich auch immer. Irgendwann ist immer mal genug. Aber dann kommt irgendeiner daher und schaltet noch eine Werbung davor. So, jetzt aber zu den Twitch, Entschuldigung. Ich wollte noch sagen, das könnten die besten oder bestbezahltesten 20 Sekunden deines Lebens werden. Also. Na, Slappy, weißt du, ich bin schon ein bisschen älter. Da dauert das ein bisschen länger. Ist ja nicht wie beim ersten Mal, ne? Ja. Okay, willkommen zu den Twitch News. Regie guckt jetzt. Wollten wir einen Einspieler? Du sollst still sein. Ja, halt die Schnauze jetzt. Entschuldigung. Plankenschnack. Twitch News. Willkommen zu den Twitch News. Meine Damen und Herren, es geht ganz schnell und zwar kann man jetzt in WOTS Kapitel abrufen, also langsam, aber sicher. Nicht jeder hat die Funktion, aber es kommt langsam. Und zwar, wenn man streamt, das ist besonders wichtig für Streamer, wenn man streamt, anfängt mit Just Chatting und nach 2 Stunden oder im Falle von Dizzy nach 5 Stunden auf das Spiel wechselt, dann merkt sich die WOT das. Und man kann dann in der WOT die ersten 5 Stunden eines Dizzy-Streams überspringen und direkt zum Gameplay, der eigentliche Grund, warum man ihm zuguckt, direkt da reinhüpfen. Ja. Also, kann auch nicht jeder sehen, kann auch nicht bei jedem Streamer gemacht werden, aber... langsam aber sicher kommt das nach und nach. Das finde ich sehr schön, weil das ist eine Funktion, die vor allem in WOTS gefehlt hat. Hier ist sich jedes Mal durchzuklicken durch dieses ewig lange IRL-Gequatsche, bis man dann wirklich beim Gameplay war. Das fällt jetzt bald hoffentlich weg. Dann kann man ab sofort, das ist auch wichtig für Mods, das hatten wir auch schon gesagt, Chatzeilen löschen, also man muss nicht mehr purgen, wenn einem eine einzelne Chatzeile nicht mehr passt, sondern man kann tatsächlich diese einzelne Chatzeile jetzt nur aus dem Chat löschen. Das hat zwei Vorteile. Und zwar kann man jetzt zum Spaß Leute einfach löschen. Wenn man sagt, lösch dich, dann kann man sie auch löschen. Die werden nicht automatisch gebannt. Was? Du kannst deinen Kanal auch löschen, guckt ja keiner mehr zu. Ja, genau. Und dann wird derjenige eben nicht gepurged. Also ein Purge hat ja bis jetzt so funktioniert, man wurde für eine Sekunde in Timeout versetzt. Dadurch wurden aber alle Chatzeilen, die man bis dahin geschrieben hat, auch gelöscht. Und man wurde vor allen Dingen aus den VODs gelöscht. Also aus dem Chat, der dann in den VODs lief. Das passiert jetzt eben, oder soll zumindest jetzt nicht mehr passieren, wenn man die Chatzeile löscht. Verschwindet nur diese eine Chatzeile und alles andere bleibt. Das finde ich ganz praktisch. Das ist eigentlich die Funktion, wie die Purge-Funktion eigentlich benutzt werden sollte, finde ich. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn sich jemand daneben benimmt, bannt man den sowieso komplett weg. Dann braucht man auch nicht dieses Purge. Und dann ist der Wechsel von Xsolla zu Recurly endlich durchgegangen. Das heißt, man kann jetzt für 5 Euro in der EU subben und muss nicht mehr über Xsolla irgendwie, weiß ich nicht, 6,50 Euro oder sowas bezahlen, wenn man alles noch in Dollar bezahlt plus Gebühren, sondern das läuft jetzt alles über die EU. Das heißt, wenn ihr noch alte Subs habt, lasst die auslaufen, kündigt die und subbt neu rein. Und dann bezahlt ihr nicht so viel Geld. Und es gibt eine ordentliche PDF-Rechnung, wenn du es abonnierst, tatsächlich. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Ja. Richtig gut. Die finde ich auch klasse. Gibt es immer einige von bei mir. Übrigens, fällt mir gerade ein, gibt der Epic Launcher vielleicht, schickt er einem vielleicht eine richtige Rechnung mit 16% Umsatzsteuer oder 19% Umsatzsteuer? Ich bin neu in 2005. Lass mich schnell schauen. Nope. Na, okay. Dann sind sie genauso weit wie alle anderen Stores. Hier steht nur Gesamt und nichts. Ne, steht nicht drin. Hier gibt es überhaupt generell gar keine Rechnung. Nur eine scheiß E-Mail, ey. Die Kacke können sie sich auch mal abgewöhnen. Mal eine PDF reinpacken. Kann ja so schwer sein, eine PDF automatisch zu generieren oder was. Toll. Denken Sie vielleicht mal an Selbstständige, die sich Spiele kaufen für die Arbeit? Mann! Und ja, der Streamer bekommt genau das Gleiche. Ihr als Abonnenten zahlt nur 1 Euro weniger. Vorher waren es Dollar und Umrechnungskurs 5,90 Euro knapp. Und jetzt sind es halt eben dann nur 4,99 mit Steuer ohne Umrechnungskurs. Aber der Streamer bekommt das Gleiche. Das heißt, ihr spart letztendlich 1 Euro pro Sub. Hatte jemand bei mir halt gesagt, im Endeffekt, wenn ihr jetzt 5 Subs habt, könnt ihr, nachdem ihr gekündigt und wieder neu abgeschlossen habt, im Endeffekt 6 Subs haben für das gleiche Geld, weil ihr pro Sub 1 Euro gespart habt. Genau. Und weil das gerade jemand in den Chat geschrieben hat, der Sub-Counter geht natürlich weiter, wenn ihr daran denkt, innerhalb der nächsten 30 Tage dann, wenn der ausgelaufen ist, zu subben. Genau. Also wenn ihr 30 Tage wartet und nicht gesubbt seid, dann läuft er natürlich aus, obwohl irgendwann dann in naher Zukunft ja auch die Option wieder reinkommt, dass dann nicht mehr Streaks gelten, sondern kumuliert wird. Also die Sub-Badges laufen dann für, wie häufig ihr insgesamt gesubbt seid. Aber das gibt es noch nicht. Also der Streak momentan sieht noch so aus, dass ihr innerhalb von 30 Tagen resubben müsst. Das war's. Das waren die Twitch News. Der Streamer bekommt trotzdem das Gleiche, ja. Streamer bekommen immer dasselbe, egal welcher Sub. Immer die gleichen Prozente. Über die man übrigens, weil das ja ganz viele tun, nicht reden sollte, weil es Vertragswerk ist. Deswegen. Nur mal so als netter Hinweis. Als Partner. Also Affiliate, glaube ich. Könnte auch Vertragsbruch sein, übrigens. Ja, aber wir reden ja immer von den Standards, die auch bei Affiliates angewendet werden. Ja, auch die dürfen darüber nicht reden. Doch, klar, die haben ja keinen Vertrag. Du hast als Affiliate keinen Vertrag? Soweit ich weiß. Also nee, ich glaube nicht. Du hast nur die TOS, nach denen das alles gilt, aber du hast halt keinen Vertrag unterschrieben so richtig, oder? Ich weiß es nicht, ich war nie Affiliate. Ich meine, alles, was man da quasi abschließt, sind eben diese rechtlichen Sachen, dass man eben das Geld aufs Konto bekommt und solche Sachen. Sehr gut, Matti. Nun, war ein verrückter Plankenschnack heute. Crazy. Jetzt wird's noch viel craziger. Oh shit. Fuck, ich hab schon wieder vergessen. Content Creator der Woche. Oh. Warte, ich hatte sogar gemutet, Sally. Mein Content Creator der Woche ist Filmann. Der hat nämlich gestern Dark Souls 1 mit DLC in einem Rutsch durchgespielt. Er hat um die 19 Stunden noch etwas gebraucht. Und ich schaue die Streams von Filmann sehr, sehr, sehr gerne. Ich schätze Filmann sehr, sehr, sehr. Und da sollte man mal reinschauen. Der ist nämlich klasse. Filmann. Filmann. Ich habe auch, darf ich? Oder möchte sich jemand vordrängeln? Nee, mach. Filmann übrigens, ja. Filmann, mein Brudi, einer meiner liebsten Menschen auf Twitch. Ja. Ich liebe diesen Mann. Ich mag Filmann auch sehr, sehr gerne. Klasse, ich schaue mir diese schlaflos bis zum Ende, ich schaue das echt gerne. Und ich bin immer traurig, dass ich alt bin und langsam müde werde und einschlafe dabei. So ist es mir gestern auch passiert. Ich konnte nicht bis zum Ende sehen. Ich bin nach Hause gekommen, als er gerade fertig wurde. Da habe ich schon geschlafen. Filmann ist so ein kreatives Köpfchen, ne? Ja. Der sollte da ist auch was in der Birne. Wenn er nicht so eine Pfeife wäre, würden da wahrscheinlich tausende Leute zugucken. Mal so unter uns. Also der ist weitaus talentierter und kreativer als 90% der Leute, die damit sehr viel Geld verdienen. Mich inbegriffen. Ja. Und er hat den Begriff Cabrio-Fahren kaputt gemacht. Filmann, du bist ein Arschloch. Hab dich lieb. Ich habe Ellen Palander. Hat mal wieder was mit Fotografieren zu tun und mit Videografie. Also Ellen Palander, ich habe keine Ahnung, ob er von irgendwem irgendwo sich was herholt, aber für mich ist das auch einer der kreativsten Köpfe bei Instagram zum Beispiel, weil was der bei seinen Instagram-Stories zum Beispiel auffährt, ist einfach das ist schon Vlog auf Handy in super crazy. Also auch sein YouTube, er gibt natürlich nur oberflächlich Wissen weiter, aber Heidewitzka, der hat richtig was drauf. Also das ist nicht nur, was Fotografie angeht, sondern auch so im Videobereich ist der ganz schön unterwegs, wo mir die Kinnlade runterfällt. Ich habe schon viel gesehen. Der ist gut drauf. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr da irgendwie... falls ihr irgendwie euch dafür interessiert. Ich habe extra YouTube genommen. Meine Freundin zeigt jetzt Instagram. Aber hey, okay. Instagram ist ja auch Content. Geht beides. Es ist vollkommen okay. Es ist vollkommen okay. Ich habe schon wieder einen Chemiker. Ich weiß nicht, warum ich momentan auf YouTube so auf Chemiker abgehe. Aber diesmal habe ich einen, der das nicht ganz so bekloppt macht mit im Hintergrund, sondern ich habe diesmal tatsächlich Nile Red. Der macht Chemie wirklich mit Bunsenbrenner und hier, wie heißen diese dreieckigen Gläser? Ich hab's vergessen. Englischsprachig ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil diese ganzen chemikalischen Begriffe komplett anders heißen im Englischen als im Deutschen, aber das sieht halt cool aus, was der macht. Ich habe keine Ahnung von Chemie. Ich hatte Chemie, glaube ich, schon seit der 10 nicht mehr in der Schule abgewählt, so früh ich konnte. Genauso wie Biologie. Aber heute gucke ich auf YouTube mir irgendwelche Chemie-Videos an, weil die halt super unterhaltsam sind. Von daher, den gucke ich gerne zum Einschlafen momentan. Kann ich nur empfehlen. Ja, sehr. Erlenmeyer, genau, der Erlenmeyer-Kolben. Der macht das richtig da drin. Und sieht alles schön aus. Kann ich nur empfehlen. Weil es jetzt vielleicht bei dir im Leben nicht läuft, willst du jetzt auch Meth kochen, oder was? Ich übe schon mal. Ja. Kann ich den Omis dann ein bisschen was verkaufen. Oh Mann. Frau Schneider, Ihre Medikamente sind da. Wegen Content Creator. Ich meine, Content Creator ist ja, du kannst selbst einen Blogger nehmen als dein Content Creator. Also wir haben irgendwann uns mal, um das kurz zu erklären, darauf geeinigt, dass wir uns nicht nur auf Twitch beziehen, sondern auf das, was uns bewegt und was wir cool finden. Ja. Und also ich sag mal, ich bin sehr treu meinen Streamern, die ich gucke. Ich will nicht jeden Monat denselben raushauen. Deswegen, ich zum Beispiel bin sehr viel woanders auch unterwegs und zeige das gerne. Oder empfehle das. Deswegen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal genommen hatte, aber ich sage jetzt einfach, ich sage ihn einfach nochmal. Captain Serium, Serium TV und die Hutpiraten. Für viele wahrscheinlich in den Morgenstunden. Für mich ist es eher zum ins Bett gehen. Da nochmal ganz kurz ein bisschen reinzuschauen. Variety-Streamer, streamt alles Mögliche in letzter Zeit. Darksiders, sehr angenehmer Typ, der Martin. Man kann sich auch fernab vom Stream noch ganz gut mit ihm unterhalten. Nette Ansichten, nettes Gameplay, chillige Atmosphäre. Ich mag ihn. Empfehlung geht raus. Daumen geht nach oben. Nach oben. Ja. Dann sind wir durch. Schön war's. Ja. War ein schönes Jahr mit euch. Oh ja, stimmt. Das ist der letzte Plankenschnack des Jahres. Stimmt. Denn der 23. fällt aus. Aber dafür sehen wir uns am 1. Wenn alle fleißig voten, sehen wir uns am 1. Wir sehen uns so oder so am 1. nicht. Also okay, Entschuldigung. Die goldenen Umschläge liegen schon bereit. Ihr müsst die nur noch füllen. Mit eurer Liebe. Mit eurer Liebe? Mit eurer Liebe? Ja. Das mache ich easy voll. Ja, diese hier. Für dich habe ich schon einen. Oh. Meinst du meinen eigenen Stream? Nee, deine Liebe. Ach so. Weil, falls du über meinen Stream redest, ich bin im Gegensatz zu dir dieses Jahr gewachsen. Ja, das stimmt. Wir sollten wieder öfter so aufeinander schießen. Das finde ich gut. Das hilft so ein bisschen schön. Ups. Das ist doch alles von letztes Jahr noch. Ja, das ist noch von letztes Jahr. Ja, ich wollte doch sagen. Beste ist der hier. Emo? Ja. Oh ja. Emotionalstes Spiel. Also dieses Jahr ist das hier der letzte Plankenschnack. Wir sehen uns am 1.1. zu den Brettern des Jahres im Anzug, wie immer. Wir werden euch natürlich Bescheid geben. Verzeiht nochmal, dass wir diese Woche den Trailer so spät rausgeschickt haben. Es ging so ein bisschen drunter und drüber bei uns hier. Verzeihung. Also Tweet heute Abend ging auch nicht raus. Das ist einfach gerade ein bisschen viel Chaos für alle. Und Entschuldigung, wir werden das für nächstes Jahr definitiv wieder fertig machen. Ich werde jetzt gleich noch den Podcast hochladen, ja, damit wir nicht wieder 6 Wochen warten müssen. Der kommt dann auch bei, der kommt bei Soundcloud und bei Spotify für euch, falls ihr da Bock drauf habt. Ich werde mich verabschieden. Vielen Dank, dass ihr ein weiteres Jahr mit uns überstanden habt. Ein ganzes Jahr auf einem eigenen Kanal. Oh ja. Stimmt. Auf ein ganzes Jahr auf einem eigenen Kanal mit Markus, der neu ist quasi seit einem ganzen Jahr. Seit einem ganzen Jahr abgefahren, oder? Man denkt immer so, man hat 2 Folgen gemacht, aber es waren schon ein paar mehr. Das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, das Jahr geht so schnell rum und keine Ahnung. Zeit rennt. Die, im Endeffekt, ich habe so das Gefühl, wenn wir das nächste Mal die Kamera anmachen, haben wir schon Sekiro gespielt oder so. Also sprich im März irgendwann rum, ich weiß es nicht. Also, ja. War geil. Would do again. Ich freue mich auf ein schönes 2019. Wir sehen uns hier auf dem Kanal am 1.1. wieder. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zugucken. Falls ihr Feedback habt, Anregungen, wie immer, teilt das auf jeglichen Plattformen. Unser Discord ist ja dafür da, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, falls ihr Gäste sehen wollt oder immer her damit. Falls euch irgendwas auf den Pinsel geht, sprecht das ruhig an. Kritik ist wichtig, solange wir Kritik äußern können. Schönen Abend noch. Schönes Rest. Ja. Genau. Für alle anderen noch eine schöne Weihnachts-Adventszeit, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich auf 2019. Wird schön. Sage Dankeschön für das ganze Jahr. Mit neuer Freude im nächsten Jahr. Ich mach's ganz kurz. Wurde schon alles gesagt. Ich wünsche euch das, was ihr uns wünscht. Sollte cool werden. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. Das könnte scheiße sein. Das nächste Jahr? Nee, das, was sie uns wünschen. Ach so, ja. Ich habe heute gemeckert, Sless. Das hättest du dir gut überlegen sollen. Ach, passt schon. Bis Weihnachten. Können wir uns beeilen? Ich habe noch Curry jetzt auf dem Dings, auf dem Herd. Ich habe Hunger. Ich muss Pipi. Ach so, ich muss ruhig sein jetzt? Pipi? Aber ich muss Curry essen. Nein, Pipi. Mann, ich habe Hunger auf Pipi. Ich muss Kacke. Alter Falter.